Moinsen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Livestream hier auf der Oldstream Farm. Sonntag, aber nicht Sonntagmorgen, sondern einfach an einem wunderschönen Sonntag. Leute, ich hoffe, euch geht's allen gut. Freue mich, dass ihr mit dabei seid. So, einmal, Moment, ich muss noch kurz hier einmal Zuschauerzeige einstellen. Was geht? Grüße hinaus an den Chat, Leute. Bevor es dann jetzt offiziell auch losgeht, also ich werde gleich den Server online stellen, habe ich erstmal ein kleines Attentat auf euch vor. Und zwar eine kleine Überraschung für einen kleinen, ja, YouTube- und Twitch-Streamer, da komme ich aber gleich zu. Erst einmal, Freunde, wir spielen heute wieder die Oldstream Farm. Es ist ja Sonntag und es wird jetzt kein XXL-Projekt, sondern es wird unser realistisches The Oldstream Farm Projekt mit unseren über 400 Kühen. Und ich denke mal, ihr habt ja beim letzten Mal sicherlich alle mitbekommen, dass unsere Silos tatsächlich leer sind. Wir haben den letzten Livestream soweit leer gemacht, haben die Kühe versorgt und haben jetzt dementsprechend hier, wie ihr seht, leer, na, hier ist schon vorbereitet, das hatten wir schon beim letzten Mal ein bisschen vorbereitet. Hier ist aber komplett tutti Flaute. Hier die drei sind leer. Und selbst bei der BGA wird es langsam weniger, da geht es aber noch relativ. Oh, oh, hier haben wir einen kleinen Bug. Uiuiuiui, hier haben wir einen kleinen Mistbug, der ist aber auch doof. Da muss ich mal für sorgen, dass wir den Boden bekommen. Und ja, deswegen heute nicht in dem Sinne XXL Gras häckseln, so wie ihr es kennt. Ja, eine Map, es wird Gras gehäckselt oder Mais gehäckselt, danach wird die Map so gut wie gar nicht mehr genutzt. Nein, heute ist es wirklich realistisch gesehen ein wunderschönes Grashexen auf der Oldstream Farm. Ich habe schon mal den Alex auf dem Server gelassen. Ich lasse euch natürlich auch gleich alle rein. Das ist gar kein Problem. Das einzige DLC kennt ihr ja mittlerweile, ist Pumps and Hoses. Wenn ihr es habt, könnt ihr gerne gleich joinen. Wenn ihr es noch nicht habt, könnt ihr euch es aber auch ganz schnell einfach mal kaufen, wenn ihr da Bock drauf habt. 18 Euro, glaube ich, kostet 17,99 oder 16,99. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr dann Bock habt mitzuzocken. Und ja, Freunde, ich hoffe natürlich, der gesamte Chat, euch geht es gut hier. Ich muss mir kurz mal den Chat aufmachen. Wir starten den Stream mit 155 Daumen, Leute. Das ist krass. Mehr als 111 habe ich hier als Umfrage gemacht. 54% haben dran geglaubt. Ja, krass, Leute. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Let's go. Ihr wisst, wie es geht, ne? Gerne kostenfrei für euch abonnieren und liken. Und schaffen wir heute die 50.500. Oh, ich glaube, wir schaffen sie, wenn der Ben hier schon ein Abo raushaut. Vielen Dank, Ben. So, und Daniel. Wie geht es dir? Daniel, danke schön für deinen Euro. Mir geht es gut. Wie geht es dir? So, Umfrage erstellen. Heute Ziel 50.500. Meine lieben Freunde, wir müssen dem Alex jetzt noch ein... Alex, ich habe mir überlegt, wir mieten die ein. Miete, der Häcksler, übrigens Leute, hier, der Häcksler, Fendt Katana 650 in Sonderlackierung, seht ihr schon ganz geil. Das ist nicht dieses Standardgrün, sondern das ist einer aus dem Mod-Hub mit vor allem auch LED-Blitzern, was ich sehr geil finde. Und den kann man halt in so einem, ja, in so einem Fendt-Grün, ich denke mal, das Grün kennt ihr, es ist nicht dieses Dunkelgrün, sondern dieses etwas hellere Moosgrün, sag ich immer dazu, kann man sich tatsächlich so konfigurieren, plus die Warnstreifen, ich finde den einfach sehr, sehr geil. Und den haben wir uns natürlich gemietet, damit wir eine Vorführung machen können. Und der Alex hat sich noch ein Schiebeschild gewünscht. Das hören wir uns jetzt einfach auch zur Miete. Und wollte, glaube ich, einen Fendt 939. Können wir ja auf Miete machen. Finde ich gar nicht so schlimm. Auf Miete geht das eigentlich noch. Das Geld haben wir. Alex, Generation 6 oder 7? Mal ganz kurz in den Chat bitte reinschreiben. Erstmal Grüße hinaus an Dana, Thjorben, Yoshi, Jermaine, Leo, Thorsten, LS22, Gamer, Alex, der W, Luca, Leo, Mema grüßt dich. Ja, ja, gib Gas. Hallo Ben, Rasenpfleger, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. PG, Lukas, herzlich willkommen. MK, Lukas, Sören, herzlich willkommen. Okay, ihm ist es egal. Dann würde ich sagen, Generation 6. Ich finde den 6er. Warte mal, was sagen die Konfigurationsmöglichkeiten? Die sind eigentlich... Nee, da gibt es noch mehr Ausstattung. Nö. Wir machen Generation 6. So, 9,39 wollte sie. Machen wir einfach auf Miete. Ich würde jetzt aber keine Zwillingsbereifung draufhauen. Da finde ich, sind diese Bunker nicht groß genug. Also jetzt nicht wundern, hier ist Cheaten und sowas. Nein, 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 Leute. Das ist schon auf Miete. Wir mieten uns das hier heute und probieren es einfach mal mit aus. Der 9,39 ist ja bekannt. Komm, ich mache den in dem gleichen Grün. Dann haben wir hier optisch was Schönes Gleiches. Der wird einfach mal gemietet zu unserem heutigen Häckseln, damit der liebe BGA-Profi auch was zu tun hat. So, einmal auf Miete, ne, kostet hier 15.000 Euro. Das ist vollkommen in Ordnung. Die Zeit steht ja sowieso auf 1. Alex, da ist er.
Achso, brauchst noch ein Heckgewicht, ne? Ein Heckgewicht kriegst du auch noch. Da packen wir dir. Komm, packen wir ein schönes. Ein 500er, ne, ein bisschen wenig. 3-3. Ich würde sagen. Ein 1-2er. Komm, kriegst du das hinten dran, okay? So, geh mal auch auf Miete. So, kannst du gerne so fertig machen. So, Freunde, das schauen wir mal, Andy, weiß ich schon gar nicht. Weiß ich gar nicht. Also, wir haben doch schon ein bisschen was zu tun und wir haben immer noch ein bisschen Geld über. Ich kann noch Kredit aufnehmen. Wir haben noch 328.000 Euro. Das ist realistisch. Leute, das haben wir wirklich erwirtschaftet. Ich habe noch Feld 17 und 16 dazu geholt. Ja, ich habe es wirklich gekauft, Leute. Wir hatten knapp 400.000 Euro zum Ende über. Also, ich habe jetzt hier keine Subventionierung oder keine Solarworld oder sonstiges aufgestellt, sondern das ist wirklich alles realistisch erwirtschaftet. Und ja, meine lieben Freunde, ich möchte euch jetzt mal kurz, ich brauche kurz eure Hilfe, eure Aufmerksamkeit. Ich habe ein kleines Attentat vor, was ich mir mal überlegt habe. Man soll ja auch supporten, ne? Man soll nicht immer nur nehmen und geben. Ne, man soll nicht immer nur nehmen, sondern man soll auch mal geben. Und deswegen habe ich jetzt kurz, bevor wir jetzt gleich das Passwort hier ändern und ihr auf den Server kommt, ein kleines Attentat auf euch vor. Kurz gesprochen, ihr kennt alle Twitch. Ich selber bin auf Twitch nicht unterwegs. Ich habe zwar einen Twitch-Kanal, mache aber nichts. Alex, wir machen erstmal auf dem Hof, oben wo die Halle steht mit den Anhängern. Ich selber habe keinen Twitch-Kanal. Doch, ich habe einen Twitch-Kanal, aber ich streame nicht auf Twitch. Was geht ab, Stefan F? Vielen Dank für deine Hilfe, inklusive Kostenübernahme. Sehr geil von dir, Herzenspam, ne? Direkt mal raus hier an Stefan. Danke, Stefan. Danke, danke, danke. So, also, Twitch. Deswegen, ich finde es halt schade. Ich denke, ihr kennt alle Amazon Prime. Amazon Prime ist ja, ich glaube, 7,99 im Monat. Dann könnt ihr so Blockbuster in diesem Prime Amazon Prime Video da schauen und so. Und dann gibt es ja auf YouTube diese Möglichkeit Twitch Prime. Na, also ihr könnt über Twitch, wenn ihr ein Amazon Prime-Konto habt, kostenlos jemanden auf Twitch abonnieren. Auf YouTube ist ja ein Abo, dieses auf dem Abo-Button klicken. Bei Twitch heißt das ja Follower. Und dieses Abo ist wie bei YouTube die Kanalmitgliedschaft. Sie kostet normalerweise. Dadurch kriegt ihr dann Emotes, ihr bekommt Livestreams ohne Werbung und ihr bekommt besonderen Chatzugriff und sowas. Und dieses Twitch Prime Abo ist halt eine kostenlose Möglichkeit, um jemanden zu supporten. Das ist nämlich bei Amazon Prime enthalten. Das verfällt leider, ne? Wenn man das in einem Monat nicht einlöst, obwohl man Amazon Prime hat, ist dieses zusätzliche kostenlose Abo, das ist einfach in einem Monat weg. Man schmeißt quasi Geld aus dem Fenster, ohne es richtig zu nutzen. Und ja, ich habe mir da ein bisschen was überlegt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele hier dabei sind, die dieses Twitch Prime Abo noch haben für diesen Monat. Vielleicht sind da ja welche. Deswegen, ich poste euch jetzt mal einen Link in den Chat. Ich denke mal, jeder kennt Falk. Falk ist auf YouTube und auf Twitch unterwegs. Und der macht seit, ich glaube, mittlerweile 10 Tagen einen Sub-Marathon auf Twitch. Das bedeutet, der hat sich eine Zeit gesetzt und streamt seitdem. Und man kann dieses durch den Twitch Prime, also durch den Sub, durch einen Euro oder 100 Bits immer wieder verlängern. Ich möchte jetzt nicht, Leute, dass sie ihm Geld spenden oder so. Absolut gar nicht, würde ich niemals von jemandem verlangen. Aber wenn ihr Twitch Prime habt, dann habt ihr die Möglichkeit einfach kostenlos, den zu abonnieren. Und dadurch muss er 12 Minuten länger streamen. Und der ist jetzt seit 10 Tagen live. Und ich dachte mir jetzt, bevor wir jetzt, ne, zum Monatsende jemand sich das Twitch Prime Abo noch raushaut und es einfach nicht nutzen kann, habe ich gedacht, so, wenn ihr es noch habt, dann klickt einfach mal auf diesen Link hier. Und wenn ihr bei ihm jetzt ein Twitch Prime da lasst, dann schreibt einfach in den Chat, Gruß vom PG-Team. Also das hier ist der Link, ja, das ist Falks Gaming-Stube. Da landet ihr jetzt auf Twitch und dann ist unter dem Video rechts, ne, abonnieren. Und dann könnt ihr draufklicken und dann gibt es einen Haken zu sagen, abonnieren mit Twitch Prime. Ja, das sollten aber wirklich nur die Mann dieses Twitch Prime haben, ansonsten kostet es Geld. Das verlange ich natürlich nicht von euch. Aber falls es jemand gibt, der das noch hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn er es einfach mal da lässt und dann in den Chat reinschreibt, Gruß vom PG-Team. Ich denke mal, er würde sich sehr darüber freuen. Und wie gesagt, ihr gebt ja dafür absolut kein Geld aus. So sehe ich das. Also nicht dieses Follower, sondern wirklich so ein Twitch Prime da lassen. Follower ist bei YouTube wie das Abonnieren. Das verlängert nicht seine Zeit. Was halt seine Zeit verlängert, ist dieses Abo. Also wenn ihr noch ein Twitch Prime Abo habt, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr da Bock drauf habt. Lasst dem einfach mal eins da. So, ich habe es nämlich auch gemacht. Ich habe Twitch Prime. Nutze ich gerne mit meiner Frau zusammen. Und, jo.
Ich würde mich echt drüber freuen. So, ich pass mal das Passwort. Ich glaube, er weiß auch von gar nichts. Ich glaube, er weiß auch von gar nichts. So, wir spielen auf 16 Spielern. Ich glaube, der Falk, der weiß auch von gar nichts. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, der noch die Möglichkeit hat, da ein Twitch Prime dazulassen. Ich glaube, er weiß von gar nichts. Ich glaube, er wird das gar nicht checken, wenn da jetzt wirklich welche sind. Würde ich mich aber sehr drüber freuen. Und dann, wie gesagt, wenn ihr das habt, einfach mal in den Chat da reinschreiben. Hashtag Gruß vom PG-Team. Dann weiß er eigentlich auch, wo es herkommt. Und ja, so können wir den Stream einfach noch mal ein bisschen bei ihm verlängern. So, ich sehe schon wieder hier sehr viele Leute, die mitspielen wollen. Ihr seid ja gut drauf wieder. Ihr seid ja mal wieder richtig gut drauf hier. Freue ich mich drauf. Freue ich mich. Ah, okay, okay. Er versteht schon, dass viele Leute gerade da sind. mal schauen, was passiert. Mal schauen, was passiert. Wie gesagt, Twitch Prime kostenlos. Ne? Haut ihr eben 12 Minuten Zeit drauf. Wenn ihr natürlich mal Bits habt oder so, könnt ihr es auch gerne machen. Aber gibt kein Geld. Also ich verlange nicht von euch, dass ihr Geld ausgibt. Ich wollte ihm einfach nur mal ein bisschen die Zeit hochballern, damit er noch ein bisschen länger zocken muss. Ich finde sowas nämlich richtig geil, wenn man menschlich ist und es sogar durchzieht. Also er zieht das wirklich seit 10 Tagen durch. Er geht dann nachts schlafen, macht alte Streams an und kommt dann am nächsten Tag wieder online. Und das finde ich persönlich einfach sehr, sehr geil. Das ist eine richtig schöne Sache von ihm, muss ich wirklich sagen. Ja, ich sehe, viele Abos kommen auf jeden Fall rein. Ich habe gerade seinen Stream offen. Viele Abos kommen auf jeden Fall rein. Beziehungsweise ein Follower, aber ein Follower verlängert leider nicht die Zeit. Hätte eigentlich auch machen sollen. So pro Follower, weiß ich nicht, eine Minute mehr. Hätte eigentlich ja machen können, ne? Aber wie gesagt, wenn ihr Twitch Prime habt, lasst bei ihm mal gerne eins da. Es kostet euch nichts. Amazon Prime, Twitch Prime. Einfach, ihr müsst einfach euer Amazon Prime-Konto mit Twitch verbinden. Und dann könnt ihr kostenlos dort abonnieren. Ach krass, 50 Leute hängen bei ihm. Das ist natürlich geil. Ich würde mal sagen, ihr macht einfach mal einen Spam, Leute. Hashtag Grüß vom PG-Team. Und da, oh, da kommen die Ersten. Da kommen die Ersten. Ja, moin. Stefan haut direkt mal ein Abo raus. Und jetzt, Stefan, am besten noch Hashtag Gruß vom PG-Team. Und schon muss der eine Stunde länger zocken. Ja, das ist das Geile. Echt geil. Ich will mal wissen, wenn er das versteht, von wem es kommt. Nicole, Dankeschön für dein Abo. Herzlich willkommen. Schreibt einfach mal in den Chat beim Husky, beim Falk. Hashtag Gruß vom PG-Team. Jawohl, er macht's. Perfekt. Ich find's gut. Ich find's gut. Ich find's gut. Ich find das gut. So muss das sein. Ich mach mal ein bisschen lauter hier. Weil jetzt kommt da das Gruß vom BG. Vom PG-Team. Ich bin mal gespannt, ob er es versteht. Er kennt mich auf jeden Fall, wir sind Kumpels. Sag ich mal so, man versteht sich mit untereinander, wir haben kein Beef. Das ist endlich mal ein YouTuber, mit dem ich mich wirklich auch verstehe. PG-Team. Gruß vom PG? Ach was, als ob er es getan hat. Hier. Hat er, Alter. Was denn? Das ist übrigens sein Stream, ne? Das ist aber nett von dir. Na. ja, geil. Patrick, ne? Das PG-Team. Schau mal den Stream von Patrick. Was denn? Ey, ich bin am Maishäckseln. Ich bin Gras am Häckseln, ich bin das nicht. Freunde, was geht ab? Grüße an 220 Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Geil, dass ihr so eine Lustaktion mitmacht. So muss das sein, Leute. Mir macht das Spaß. Andere zu ärgern mache ich gerne. Ja, man gönnt ihm auch kein Ende. Der ist seit über 10 Tagen live, ne? Und er war schon, ich glaube, er war schon knapp unter einer Stunde. Und da habe ich schon gedacht so, oh, bald muss der offline gehen. Das können wir noch nicht zulassen. Was geht ab? Oh nee, Dankeschön fürs Abo. Herzlich willkommen. Ich hab mich schon gewundert, ich wollte schon wieder aussprechen. Ich hab schon wieder Angst gehabt, dass so Bots sind oder sowas, weil wir sowas schon mal hatten. Da muss ich jetzt mal kurz schreiben. Nix Bot.
nur wahre Community. So fing es jetzt komischerweise auch so. Ich hab erst Angst gekriegt, aber dann... Das ist Community, Leute. Hab ich mir so gedacht, Zuschauer wachsen auch auf einmal, das kann einfach. Das ist Community, Freunde. Ja, bitteschön. So, zock du mal weiter, ich muss jetzt auch mal hier zocken. Freunde, was geht ab? So, wir sind Allstream Farm mit DLC. Ihr wisst es auch mittlerweile, die Allstream Farm läuft nun mal mit dem bekannten Pumps and Hoses Pack. Vielen Dank schon mal für 200 Likes, Freunde. Let's go, Road to 50.000 und 500. Und ja, jetzt freue ich mich natürlich über den Livestream. Ich sag schon mal Dankeschön an die heutigen Unterstützer, die wieder natürlich dieses Spendenziel mit voll machen. Vielen Dank dafür. Ich soll auch schon mal wieder liebe Grüße von meiner Frau ausrichten. Hat sich selber wieder über das letzte Mal gefreut. Das Einzige, was ich hier machen musste, ist leider, wir haben ja Fan Katana. Fan Katana hat das Capello-Schneidwerk. Für das Capello gibt es aber keinen Schneidwerkswagen. Deswegen musste ich hier das Krone oder den Krone-Schneidwerkswagen nehmen. Dürfte aber eigentlich ja rein optisch gesehen jetzt gar keine Probleme machen. Ne? Also deswegen nicht wundern, warum wir hier mit einem Krone-Schneidwerkswagen unterwegs sind. Capello hat einfach kein eigenes. Und ich baue natürlich eins, damit ich hier die Möglichkeit habe. Was ich ganz geil finde an dem Fan Katana ist der Doppelblitz. Der Mod kann nämlich, wie ihr seht, hier einen Doppelblitz, also die Rundumleuchte als Doppelblitz konfigurieren. Finde ich sehr, sehr schön. Und was ich echt feiere, ist diese Farbe hier. Hallo Johnny, grüße dich. Schön, dass du da bist. Luca, kannst du das DLC rausmachen? Leider nicht. Agrabenne, herzlich willkommen. Hallo Leon, ich war gerade auf dem Server, da war aber alles schwarz, deshalb habe ich verlassen. Kein Problem, Leon. Hallo Thomas, willkommen. Kannst du nochmal versuchen? Sind die Schläuche wieder gefixt? Nein, um die Schläuche haben wir uns noch nicht gekümmert. Hallo, ich hoffe, es geht dir gut und deiner Frau Daniel. Ja, mir geht's gut, meiner Frau natürlich nicht so, aber ansonsten ja. Hast du mal wieder nicht geschaut, ob es Updates gibt? Doch, wieso? Ist doch jeder auf dem Server. Falk ist out of the house, er freut sich richtig. Ja, der geht halt nicht in Feierabend, ne? Hallo Luke, willkommen. Terex, grüß dich. Pumpsnose kann ich nicht rausnehmen, nein. Hallo Gabriel, moinsen. Leute, das ist eine der wenigen Map, wo ich das Pumps and Hoses. Ich habe eine einzige Map mit Pumps and Hoses und ich habe eine Map mit Platinum. Ja, nur damit ihr Bescheid wisst. So. Was für zwei Hänger sind zu wenig? Wir haben nur mehr als zwei Hänger hier. Eins, zwei, drei, da kommen sie schon langsam alle. Hi Iveco, grüß dich. Kann man auf der PS4 anstatt mit Controller auch mit Lenkrad und Seitenkonsole oder mit Controller und Maus spielen? Ina, Controller und Maus geht glaube ich nicht. Du kannst aber Lenkrad und Seitenkonsole nutzen, wobei die Seitenkonsole nur bedingt und du brauchst einen Adapter. Na? Hallo Fanfahrer Tom, willkommen im Livestream. So, weiß ich noch nicht. Gibt es ein Special wegen der 50.000? Klar, Leo. Special Nummer 1 war der 24/7 DD-Server, der aktuell läuft. Special Nummer 2 ist ein PG-Anhänger, gemoddet von Beast Farming. Special Nummer 3 wird ein Gewinnspiel sein und Special Nummer 4 ein XXL-Livestream. Hallo Laurenz, moinsen. Merlin hat zwei Mods, die Updates gemacht, die du drauf hast. Ja, aber Alex, dann hat er die Updates nicht. Ich habe alles an Updates gemacht. Hi Jan, grüß dich. Hallo Richard, moinsen. Herzlich willkommen im Livestream. Hi Falk. Ja, Falk, du gehst noch nicht im Feierabend. Da kannst du noch lange drauf warten. Ich habe das nur gesehen, denke mir so, scheiße, der ist unter einer Stunde. Das kann ich noch nicht zulassen. Nach 10 Tagen schon hier. Hallo Judith, moin. Ich grüße dich, schön, dass du da bist. Ja, also wie gesagt, Alex, wie du siehst, sonst wären hier keine 16 Leute auf dem Server. Ich habe die Updates. Ja, das ist eine gute Kolonne. Das sind alles unsere Anhänger, die wir sowieso auf der Map nutzen. Deswegen, Leute, macht in aller Ruhe, macht euch da jetzt bitte keinen Stress oder so. Wir machen nicht nur Mais, wir machen nicht nur dieses Grashex. Also ihr könnt auch hingehen, Freunde, und einfach noch andere Arbeiten erledigen. Also ihr braucht jetzt nicht alle hier mit mir mitfahren und dabei sein. Ihr könnt auch in der Zeit schon mal die Produktionen und so ans Laufen bringen. Es gibt genug zu tun. Ne? Es ist eine ganz normale Allstream-Farm, nur dass wir heute auch dafür sorgen, dass wir mal unsere Bunker ein wenig füllen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, denn wir brauchen natürlich Silage. Wir haben nämlich über 400 Kühe zu versorgen. Ne? Lengo PS4 kann auch mitspielen, ja? Ey, Ina, das weiß ich nicht genau. Was ich halt mal mitbekommen habe, ist, dass du auf der PlayStation 4 zwar zwei USB-Ports hast, aber die beide nicht gleichzeitig angesteuert werden. Irgendwie so hatte ich das mal mitbekommen, dass wenn du die, du hast ja einmal dein Lenkrad, was per USB in die PlayStation rein muss, und du hast die Seitenkonsole, die per USB rein muss. Ich glaube, du brauchst aber irgendwie so einen Splitter oder so, dass du beide über einen Port einsteckst, damit beide angespielt werden. Ne, nur damit ihr wieder Bescheid wisst.
Ich fahre mal eben tanken. Du, besser ist das. Mein Tank ist voll. Gut, ich bin ja eh am Testen hier. Freue mich auf jeden Fall, Freunde. Na, willkommen auf der Ortsfilm Farm. Schön, dass ihr mit dabei seid. Natürlich, Leute, na, 300 Zuschauer wären schon echt geil, wenn wir die knacken würden. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ja, so, Fendt Katana wird mal getestet. Wie gesagt, selber so noch nie gehabt. Ist, wie gesagt, in einer kleinen Special-Lackierung. Ich habe ein bisschen Angst um mein Schneidwerk, weil das ist nicht drauf fixiert. Das ist ja ein Capello-Schneidwerk auf einem Krone-Schneidwerkswagen. Das wird nicht gefixt. Na, normalerweise wird das ja automatisch dran adaptiert, sodass es nicht abfliegen kann. Das ist in dem Fall jetzt leider nicht so. Luke, dir gibt es im Mod-Hub. Hallo, Erika. Nee, bei mir geht's. Bei dir geht was denn? Hallo Ben, grüß dich, du bist Gott sei Dank kein Problem. Genau, USB-Hub. Heißt das so, USB-Hub? Wie gesagt, ich weiß, dass es funktioniert, aber ich habe es selber noch nie ausprobiert, um ehrlich zu sein. Deswegen vielleicht auch mal ein bisschen goggeln. Die Möglichkeit gibt es ja auch, einfach mal Google anschmeißen. Da kann man sich ja ein bisschen durchlesen, ne? Bei mir gab es heute Burger Sören, sehr geil. Bei mir gab es heute so Wraps mit Lachs und Salat. Hallo Till, grüß dich, hallo Yvonne. Guten Abend, schön, dass du da bist. So, wir fahren jetzt erstmal kurz oben hin. Ich fange einfach mal oben an. Wie gesagt, die Bunker bitte auf unserem Haupthof füllen. Alex steht auf jeden Fall bereit, um das Ganze zu koordinieren. Klassfahrer Tim, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Reaps sind geil. Reaps? Was sind Reaps? Was ist das? Ich habe einen USB-Hub für meine Maus und Tastatur. Ah, aber ich glaube, Maustastatur geht auf Konsole nicht, ne? Laurenz, war das nicht so? Yvonne, dankeschön. Auch lecker, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte heute sehr spätes Frühstück. Aber ja. Bitte was? 18 Uhr und Chefe schon am Tanken? Ich? Nee, ich bin nicht getankt. Hallo Leon, grüße dich. Schön, dass du mit dabei bist. Willkommen im Livestream. So, Feld 17 und 16 hatte ich mir hier rausgesucht. Hier 16 zu Feld. Trisix, grüße dich. Schön, dass du da bist. Hallo Imi, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du auch mit dabei bist. Das Schöne ist hier, wir können jetzt hier rechts auf die Felder fahren. Wir machen ja Gott sei Dank nichts kaputt. Ist nämlich Wiese. Da passiert Gott sei Dank nichts. So, doch, das geht nur leider beim LS nicht. Achso, also du kannst auf Konsole auch mit Tastatur und Maus spielen, aber der LS unterstützt das nicht, oder was? Daumen ist raus, Leon. Dankeschön fürs Likechen. Ja, genau, Leute, ihr wisst, wie es geht. Gerne kostenfrei liken und abonnieren. Boah, das war knapp. Das war verdammt knapp. So, ich muss mal kurz hier koordinieren, sonst ist hier gleich Chaos. Ich hoffe, das funktioniert hier. Es sieht aber doch schon erntereif aus. Gestern ist mir mein Tablet runtergefallen, jetzt habe ich einen Riss im Display. Was ich euch empfehlen kann, es gibt so Bauarbeiterhüllen. So sind die wirklich. Yvonne, dankeschön fürs Abo. Es gibt so richtig geile Bauarbeiterhüllen. Die sehen zwar pottenhässlich aus, weil die so richtig fett sind, aber Leute, glaubt mir, dann kann euch das Tablet runterfallen und da passiert so schnell nichts. Das muss ich echt sagen, da passiert so schnell nichts. Gute Empfehlung von mir. Mir ist es nämlich selber schon mal passiert. Ja, also immer so eine fette Hülle draufpacken. Wie gesagt, das sind nicht die hübschesten, aber sie erfüllen ihren Zweck. Und der Zweck ist ja der Schutz, ne? Der Schutz des Tablets. So, Freunde. Vor allem, wenn man so ein Tablet mal überlegt, was die kosten. Ich glaube, da seid ihr euch, ist man sich nicht zu schade für, ne? Nein, Noah, hier fehlen gar keine Anhänger. Hier fehlen absolut keine Anhänger. Das sind mehr als genug Anhänger, die wir haben. Let's go, Freunde. Gras für unsere Silos. Ich freue mich drauf. Sehr geil. Fendt Katana 650. Den gibt es sogar als... War das jetzt 850 oder 950? Aber der hier schon echt geil. Ich habe schon geliked. Fendt Fahrer Tom. Dankeschön fürs Likechen. Sehr geil von dir. Das Gras ist in der größten Erntestufe. Ja, ne? Es sieht nur so... Die Grastextur sieht ein bisschen anders aus, ne? Denkt dran, Freunde, hier 15 km/h, wenn ich Vollgas fahre. Die haben schon gut Tempo drauf hier, ne? Der kann auch neben mich fahren. Bei mir ist die Scheune nicht verfügbar. Doch, Luke, die ist bei jedem verfügbar. So, warum häckselt der jetzt hier nicht? Ja, jetzt geht das wieder los. Einen Moment. Das habe ich öfters beim Gras häckseln. Dass der manchmal nicht will. Das habe ich schon öfters mal gehabt. Nee, passiert dir nicht, Luke. Das hatte ich schon öfters mal.
So, jetzt wieder. Jetzt wieder. Das hatte ich schon öfters mal. Dass das immer kurz rumbackt. Siliermittel. Oh ja! Eigentlich hätten wir Siliermittel mit reinnehmen können. Ich hatte mal eine Plastik und habe die dann umgebaut zu Metall. Oh, sehr geil, Yannick. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Sascha, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Willkommen im Livestream. Ja, ich muss natürlich hier aufpassen. Ich glaube, hier rechts darf ich nicht häckseln, weil das offiziell nicht zum Feld gehört. Ich glaube, ich muss tatsächlich hier linksseitig bleiben. Guck, das bleibt nämlich rechts auch stehen. Das scheint nämlich nicht mit zu diesem Feld zu gehören. Ja, Siliermittel hätte ich eigentlich auch mit reinnehmen können. Vielleicht kann ja gerade einfach einer mal mit dem Frontlader einen kleinen Anhänger voll machen und damit zum Feld kommen. Ich würde es sogar kaufen, ist gar kein Problem. Wir haben ja ein paar Hoflader unterwegs, dann könnte man ja gerade mal so einen Anhänger hier rüberbringen. Siliermittel, Freunde, natürlich der Vorteil, mehr Ertrag, ne? So. Ja, Yvonne, wann wieder ETS? Schauen wir mal, dann, wenn ich Lust und Laune darauf habe, ne? Je nachdem, wie das hier läuft, gucken einfach mal, wann wir wieder ETS machen. Hallo Michel, moin, mir geht es gut, wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Nilix, guten Abend. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ja, perfekt, Luke, sehr gut. Das ist gut, Luke, das ist gut. Wer jetzt natürlich keinen Anhänger hat, Leute, wir machen hier nicht nur Grashexe, ne? Das ist die ganz normale All-Stream-Farm. Nur, dass wir heute gesagt haben, wir füllen mal wieder unsere Silos. Wir sind nun mal leer. Aber ihr könnt auch weitermachen in der Versorgung, ne? Produktionen, ihr könnt die Tiere versorgen, ihr könnt Mist streuen gehen. Ist alles zu tun, ne? Hallo Marco, guten Abend. Hallo Kaiser, grüße dich. Michael, sehr gut. Montag wieder ETS 3. Ja, da ist, morgen ist ja schon Montag, Iveco, ne? Denkt an morgen. Morgen geht's schon wieder los, ne? Abo und Likes sind da. Richard, dankeschön fürs Abo, dankeschön fürs Like. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, heute kamen schon wieder gut Abos rein bis jetzt. Ja, kriegst du gleich, Alex, keine Sorge. Gebe ich dir gleich, ist gar kein Problem. Dann kannst du ja auch gucken, ne? Wir haben hier unseren BGA-Profi mit dabei. Der Alex Gaming ist natürlich auch wieder unterwegs. Der wird, denke ich mal, höchstwahrscheinlich auch schon wieder live sein. Und ja, mir wird man jetzt gleich Siliermittel vorbeibringen. Wir haben hier eine kleine Kolonne stehen. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Die können da auch ruhig stehen. Es gibt ja genug zu. Natürlich VS91, der Pumps and Hoses Pack ist mit dabei. Ich finde die Lackierung so schön bei dem hier. Die sieht richtig geil aus, wirklich. Also die hat was. Na, die Lackierung hier, muss ich echt sagen, die ist echt, also ist echt geil gemacht. Das ist halt dieses Fendt-Grün, dieses Fendt-Hellgrün, sag ich mal, dazu. Sieht optisch ein bisschen anders aus. Ich finde es sehr schön auf jeden Fall. Deswegen ist es für mich auch was Besonderes, um ehrlich zu sein. Ich finde es cool, auf jeden Fall. So, erste Runde ist gemacht. Denk mal, da kommt noch genug zusammen. So ist es nicht, wir müssen gleich mal Siliermittel haben. So, jetzt rechts von mir, ne? Kauf bitte meine Telelader, Palettengabel und Siliermittel. Telelader? Haben wir noch keine für den Telelader? Telelader haben wir schon 3 Stück. Da brauchst du schon mal nicht kaufen. Und jetzt, nee, Big Packs. Oder Paletten. Nee, Paletten sind, glaube ich, ne? Hier ist es gar nicht, ne? Ist hier, ne? Wo ist denn Siliermittel? Flüssigdünger, Mineraldünger, Saatgut. Ah, hier ist es. Bonsilage. Siliermittel. 1, 2. Müsste eigentlich reichen. Hallo Judith, grüß dich. Habe Ärger bekommen, weil ich Montagabend von meiner Mama das Auto geschrottet habe, aber hatte keine Chance mehr, das Reh auszuweichen. Okay, Marco, Hauptsache dir geht es gut, aber warum kriegst du dann Ärger? Mama kann doch froh sein, dass es dir gut geht, oder? Sind die Hänger gemietet? Nein, das sind tatsächlich alles unsere Anhänger. Hallo Monkey, ist das Pumps and Hoses ein Preiswert? Meiner Meinung nach ja, Monkey. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich hier was verkaufen will. Ich persönlich, ich finde es mega geil. Es macht mega viel Spaß, eine BGA damit zu bauen. Ich finde das mit dem Gülle ausbringen sehr geil. Ja, die Schläuche buggen leider ein bisschen rum. Da haben wir noch so ein paar Probleme. Aber ansonsten muss ich echt sagen, macht viel Spaß, Pumps and Hoses zu spielen. Hallo Mathis, moin, sind grüß dich. Luke, wir haben das alles. Wolfen, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Disaster, moin. Grüße gehen raus, willkommen Livestream. Schön, dass du da bist. So, wenn wir jetzt gleich Siliermittel haben, dann kriegen wir auch ein bisschen mehr Ertrag zusammen. Ja, das ja, aber war mein zweiter Wildunfall innerhalb von 2 Monaten. Ja, aber du kannst ja nichts dafür, dass die Wildtiere, dass die Rehe dich halt so mögen, ne? Also für Wildunfall muss ich echt sagen, da kann man echt nichts für. Hey, warum fährt der jetzt? Geil, ich gehe auf den Rückwärtsgang und er fährt vorwärts.
Hallo Ruven, grüße dich. Schön, dass du da bist. Willkommen im Livestream. So. Ja, haben wir schon mal wieder eine gute Tat heute getan, den lieben Falk überrascht. Haben ihn eine gute Stunde draufgehauen. Das finde ich sehr gut, Leute. Und ja, jetzt dürfen wir gerne hier weitermachen und los geht's. Sören, Alex Gaming. Es ist keiner auf deinem 24-Stunden-Server. Ne, wieso auch, Simon? Wir sind ja jetzt gerade hier selber live und die wollen natürlich, kann ich verstehen, alle hier gerne mitspielen, ne? Deswegen wäre es ja ziemlicher Quatsch, jetzt hier auf dem 24-Stunden-Server zu zocken, ne? Das habe ich ja schon gemacht, Marco. Grüße ihn raus, auf jeden Fall. So, ist er voll? Der ist immer noch nicht voll, krass. VGS Falk hat wieder sieben Stunden? Alter, was habt ihr denn für einen Support rausgehauen? Wie sieben Stunden? Der hatte doch nur zwei. Was habt ihr gemacht? Pass auf, bestimmt war so ein Alex da und hat 100 Euro gespendet, ne? Wohin muss die Gülle? Die ist voll. Jai Manu, welche Gülle ist wo voll? Hallo Sebastian, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Willkommen im Livestream. Krass, sieben Stunden schon wieder. Okay, dass wir so eskalieren, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Okay, komm mal machen. Weiter geht's hier, Leute. Wir brauchen noch 13 Abos. Nein, das warst du nicht. Okay. Wie gesagt, habe ich von Anfang gesagt, Leute, ihr müsst da nicht spenden. Würde ich niemals verlangen. Sondern einfach Twitch Prime da lassen. Kostet euch nichts. Wie kommt es, dass du so spät am Sonntag live bist? Ey, jetzt die Frage, Sascha, wie kommt es, dass du so spät am Sonntag bei mir einschaltest? Hallo Master Michi, herzlich willkommen. Hallo Marcel. Jai Manu, entweder auf den Feldern ausbringen, wie zum Beispiel hier auf der Wiese jetzt direkt, oder halt in den Zwischenbunker. Oder zu BGA fahren. Ne? Deswegen. Ja, das könnte man natürlich machen, XULS. Also, falls ihr jetzt noch nicht die Chance habt, Lukas, mach's gut, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr jetzt noch nicht die Chance habt, hier mitzuzocken, ihr könnt ja auf meinen 24-7-Server gehen und da ein bisschen dabbeln. Und wenn ihr dann seht, dass ein Wechsel kommt, dann könnt ihr ja auch hier joinen. Wo finde ich die moderne Scheune? Luca, die findest du im Mod-Hub. Mit Pickup und Schwan können hättest du komischerweise mehr Ertrag als mit dem Direktschneidwerk. Ja, ist wirklich so, Michi, ne? Ich weiß aber auch nicht, warum, ne? Also mir geht's gut, Marco, meiner Frau nicht so ganz. Ich musste meinen Sohn nach Hause fahren. Ah, so. Hallo André, guten Abend. Roblox-Fan Stumpler, grüße dich. Hallo Faunus, moin. Schön, dass du da bist. Der ist immer noch nicht voll. Alter, was? Steht das Gras hier so schlecht? Dass der immer noch nicht voll ist. Freitag sind Plan ET Pumpson Extension Mod rausgekommen. Was ist rausgekommen? Plan ET Pumpson Hoses Extension Mod? Was ist das, Thomas? Das stimmt wohl, XULS. Moin, ich habe gerade Schinkennudeln gegessen. Hallo, der wie? Schinkennudeln? Also so ein Auflauf oder was? Oder Schinkennudelauflauf? Oder, hä? Oder Schinkennudelsalat? Oder was hast du jetzt da gegessen? Klingt auf jeden Fall gut. Klingt nach Essen halt, ne? Das mache ich, Benne. Wenn die moderne Scheune ein Update bekommen hat, mache ich mal das Update. Max Kaiser, perfekt. Banana ist herzlich willkommen. Die Zeit, die ich bei dir bin, Patrick, fühle ich mich wohl. Dankeschön, Marco. Das freut mich natürlich sehr, wenn du dich hier wohlfühlst. Perfekt. Ich habe das Pumps Nose Pack schon dreimal genommen, aber es geht nicht. Sabine, was meinst du mit, das geht nicht? So, Tobi ist voll. Perfekt. Max Leon, der 24-7-Server heißt Forstbewohner. Gleiches Passwort, allerdings heißt er nicht Feldbewohner, sondern Forstbewohner. Nur, dass er darüber Bescheid wisst. So, Martin, grüße dich. Schön, dass du da bist. Willkommen im Livestream. Die hat ein Update bekommen. Okay, die moderne Scheune hat ein Update. Werde ich mich mal drum kümmern. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Also ich muss sagen, ich glaube, der Fendt, das ist so einer, den kann man sich kaufen. Also der sagt mir wirklich sehr zu. So, einmal kurz hier rum. Der sagt mir wirklich sehr zu. Ich bin eigentlich der Meinung, den kann man kaufen. Ich weiß nicht, ob ich das falsch sehe, aber ich finde, der macht auf jeden Fall sehr gute Arbeit, dass man sich den vielleicht auch kaufen könnte. Ich habe ihn jetzt nur mal gemietet, ne? Du hast doch nicht mal die moderne Scheune mit drin. Ja, aber warum sagen das dann so viele? Der geht nicht in LS, aber ich habe schon mal damit gespielt. Sabine, was hast du womit schon mal gespielt? Wann ist denn Wechsel? Fangen wir erster Wechsel, so, ja, so Viertel vor 7 Uhr. Natürlich, Freunde, die jetzt da draußen stehen und nichts machen können, tut mir leid.
ich kann es nicht ändern, weil, wie gesagt, ihr dürft auch gerne andere Sachen machen, ne? Wie geht das jetzt? Moment, so. Warum geht das nicht? Normalerweise ist das so einfach nur reindrücken. Warum packt er die jetzt nicht? Stompler, mir geht's gut, wie geht's dir? Warum will er die sich jetzt nicht packen? Der muss neben dich. Noah, komm mal neben mich. Dass du Nudeln die ganz normal kochst und dann Schinken in die Pfanne anbraten und dann die Nudeln zum Schinken hinzufügst. Aber dann ein bisschen mit Sahne, oder was? Ah, jetzt. Ach stimmt, da ist auch der Tank. Da ist eigentlich Diesel und AdBlue, ne? Ich glaube, da ist der Seelenmitteltank. Kann das sein? Jetzt in Real Life gesehen. So, jetzt gibt's mehr Ertrag. Perfekt. So, jetzt wird es mehr Ertrag geben, weil jetzt wird automatisch Siliermittel hinzugefügt. Oder auch nicht. Doch, er nimmt sie. Perfekt. Läuft. Oh, schöner. Schöner Häcksler. Wenn jetzt automatisch Siliermittel hinzugefügt wird, dann haben wir nämlich mehr Ertrag. Von den Standard-BGA-Plan-T-Mods von Fackel-BAKW, Fermenter und Pumps and Hoses. Ach so, also das heißt, man kann so Andeutungen zum Pumps and Hoses jetzt als Mod-Hub-Mod raus, als Mod-Hub-Mod ziehen. Natürlich auch geil, okay. Jan Gamer, moin, grüße dich. Vielen Dank an 260 Zuschauer, vielen Dank für 488 Abos und Dankeschön für 253 Likes bis hierhin. Da geht noch ein bisschen was, Leute. Da geht noch ein bisschen was. Auf jeden Fall. Mega Dank. Und auch schon mal Dankeschön, wie gesagt, an Stefan und Daniel. Vielen Dank für euren Support. Stefan einmal mit 5 Euro inklusive Kostenübernahme und der Daniel mit 1 Euro inklusive Kostenübernahme. Dankeschön dafür. Das finde ich echt eine super Sache von euch. Meinst du auf dem Didi-Server? Ja, die sind doch schon Didi-Server, ne? Lukas, wann geht es los? Moment. Also ich bin kein Kaffee am Trinken. Ich bin schon fleißig am Häckseln. Na? Wir sind schon fleißig dran. Ah, guck mal, der ist auch schon jetzt fast voll. Jetzt geht das natürlich wesentlich schneller. Ich würde sagen, Ziel erreicht, ne? Dankeschön, Sören. Freut mich, dass es dir bei mir gefällt. So muss das sein. So muss das sein. Perfekt. Freut mich natürlich sehr, wenn es dir gefällt. Kenneplax, welcome back. Schön, dass du wieder da bist. Willkommen im Livestream, mein Freund. Was ist das für, Julian, für, ja, Julian, für was? Ich habe vor, Falk in die 20 Wochen zu treiben. Wie in die 20 Wochen? Der ist ja erst am 10. Tag. 20 Wochen, wie willst du das denn machen? Bist der Beste, ich danke dir, lieber Richard. Julian, das hier ist ein Fendt Katana 650. Aus dem Mod-Hub in einem Hell-Fendt-Grün. Also in der Konfiguration steht einfach nur grün. Es ist aber eigentlich das Fendt-Grün. Finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Sieht optisch sehr schön aus und macht auf jeden Fall auch was her. Na, deswegen auch gerne heute mal ein bisschen mehr in der Außenansicht. Ist halt dann ein bisschen lauter, aber soll mich jetzt nicht stören. Ich finde einfach die Farbe richtig geil. Vor allem, ihr könnt halt hier mit diesem Reflektorenpaket arbeiten. An den Seiten so gelbe Streifen, hinten rote, finde ich sehr geil. Ja, alles klar, Luke, perfekt. Also das finde ich wirklich sehr, sehr schön. So Max Leon Joint im Server. 2000 Euro Schmin, ja, ist klar, XO. Ich glaube, du hast das bei mir schon mal geschrieben. Wenn du Aufmerksamkeit suchst, dann brauchst du echt andere Hobbys. Weil so kriegst du sie nicht. Tut mir echt leid. Leo, nächster Wechsel so zwischen 7:15 und 7:00. Also zwischen 18:45 und 19 Uhr. Warum wurde der 700er Generation 7 aus dem Mod-Hub genommen? Fan privat, keine Ahnung, bin ich der Modder davon. Ich bin auch kein Giants-Mitarbeiter. Vielleicht wurde ein Fehler entdeckt und der Modder wurde angeschrieben, hör mal, wir haben hier doch einen Fehler entdeckt, musst du nochmal nachkorrigieren. Sowas zum Beispiel. Könnte passieren. Kannst du jetzt nicht versprechen, aber naja, schauen wir mal.
Ich hab den noch. Ja, wie gesagt, wer sich den Fendt 700 Generation 7 direkt gezogen hat, hat natürlich jetzt eben Glück. Das ist wie damals im LS19 der Lizard-LKW, der da kam, der IT-Runner, der Absetzer. Wer den dann sich gezogen hat und er war, wurde wieder entfernt, hat natürlich das Glück gehabt und konnte ihn weiterhin nutzen, ne? So, volle Konzentration hier, Leute. Das muss hier richtig ordentlich gemacht werden. Alles muss hier weg. Ich spiele auch LS, aber auf PS4 und habe kein PS Plus. Schade, Stampler, genau. Zum Mitzocken, das ist halt... Moritz, was meinst du damit? Zum Mitzocken brauchst du halt PlayStation Plus, ne? Tut mir echt leid. Also ich würde dir gerne was anderes sagen, aber es geht leider nicht anders. Mir macht Spaß, deine Videos zu gucken, wo ich gucke, deinen Livestream gerne. Leon, Dankeschön. Schön, dass du natürlich mit dabei bist. Oh, jetzt hier Trendbox, sehr schön. Aber ihr habt jetzt selbst gesehen, wie schnell der Glashänger voll war, ne? Peggy Bastian, dann wurde schon guten Abend. Schön, dass du da bist. Ging auf jeden Fall schon mal wesentlich schneller, ne? Gibt es einen Mod, wo man den Anhänger überladen kann? Brauchst du nicht mal, Julian, einen Mod, sondern machst einfach Anhängerfülle mit aus. Hab heute gesehen, dass es ja noch mehr Krönchen gibt. Noch gar nicht aufgefallen, Andy? Also, Kanalmitgliedschaft, ich habe ein kleines Goodie für euch. Weil ich einfach gesehen habe, wie viele wirklich schon 24 Monate haben. Und zwar, die Kanalmitgliedschaft wurde von mir erweitert. Früher war sie so, ab dem 24. Monat war die höchste Stufe erreicht, goldenes Krönchen. Jetzt habe ich noch 36 Monate und 48 Monate mit reingenommen. Na, das ist so ein, ja, ist ein kleines Goodie. Bei 36 Monaten gibt es jetzt Saphir-Trophäe oder Saphir-Krönchen. Und bei ganzen 48 Monate, also 4 Jahre Mitgliedschaft, gibt es Platin. Platin ist mit das teuerste, wie nennt man den teuersten Diamanten, Rohdiamanten, wie auch immer man das nennt. Ich weiß nicht genau, wie das so heißt, den es so überhaupt gibt. Guten Abend, Freiwild-Fanpage. Mir geht's gut, wie geht's dir? Schön, dass du auch wieder da bist. Willkommen im Livestream, mein Freund. Habe jetzt schon 10 Scheune untereinander und finde die richtige nicht. Okay, ja, wie gesagt, es gibt wohl ein Update, was wir hier gerade haben. Was ich da noch ziehen muss. Ghost Monkey, herzlich willkommen. Jan Gamer, versuche ich zum Streamende noch zu machen. Dankeschön, André, schön, dass dir gefällt. Alex Gaming, 21 Monate, lass es knacken auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ingo, die kannst du gerne verkaufen. Ah, ne, geht nicht, ne, muss die Produktion ja antreiben dafür. Das freut mich, Stumpler, sehr, sehr gerne. Hier, Tom, ich wollte nur mal sagen, wenn man nicht so gut rückwärts fahren kann, sollte man vielleicht vorwärts fahren. Hallo Kai, Sie, herzlich willkommen. Nein, Yvonne, Platin ist das teure Edelmetall der Welt. Edelmetall, danke, Thorsten. Der Name hat mir nämlich gefehlt. Und deswegen hatte ich gedacht, so, ja komm, Mitgliedschaft muss auch das teuerste Edelmetall sein, ne? Driver, welcome to the stream. Schön, dass du mit dabei bist. Sag mal, Tom, das klappt schon mit dir, oder? Ich hoffe es doch. Ey, Thomas, bist der Beste. Vielen Dank. 28 Monate. Thomas, ich glaube, du könntest echt einer der Ersten sein, der Rubin bekommt, ne? Vielen, vielen, vielen Dank, Thomas, für 28 Monate. Wundert euch nicht, warum das nicht im Stream angezeigt wird. Das sind einmal im Monat darf man als Kanalmitglied so eine Chatnachricht, eine hervorgehobene Chatnachricht dalassen. Na, könnt ihr euch auch bunkern, wenn ihr Bock habt. Und natürlich sind heute wieder Ridecards unterwegs. Der liebe Alex Gaming ist ja auf dem Kanal. Wir sind halt auf dem Server. Der darf natürlich wieder den ganzen Stream über mitzocken. Löst seine nächste Wildcard ein. Also, wenn ihr Bock habt, ne, ganz viel mitspielen, Wildcard gönnen. Kaufe einen PC und zocke damit. Ja, Stompler, sehr gerne. Tom, der gerade erst seinen Lappen bekommen hat. Auf eBay oder was? Hallo Joel, grüße dich. Ja, die Lenkachse, Tom, richtig. Hinten Lenkachse, ne? Ich weiß, was du meinst. Hey, nicht so schnell, nicht so schnell. Manu kann ich nicht, ich bin am Häckseln. Hallo Joel, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Willkommen im Livestream. Aber guck mal, er ist jetzt auch gleich voll. Also das geht wirklich hier sehr, sehr schnell. Wie viele du noch hast, Alex, du weißt genau, wie viele du noch hast. Das kann man hier auch offen und ehrlich zugeben. Alex Gaming hat auf Ewigkeit Wildcards. Ist mir egal, ob ihr die fünfmal im Monat einlöst. Leute, Alex Gaming ist 2 Jahre in Folge Top-Spender gewesen. Und als Dankeschön habe ich gesagt, du kriegst auf Ewigkeit eine Wildcard. Das gleiche zählt für Feuerwehr Sascha. Der hat aber leider nicht immer so viel Zeit zu zocken.
Aber für ihn zählt das Gleiche, ne? Die beiden Top-Spender, ne? Alex 2 Jahre, Sascha 2 Jahre. Jai Manu, dann musst du mal einen meiner Moderatoren hier fragen, ob die gerne kurz deine Maschine zurücksetzen, wenn es da Probleme gibt. So, ich muss noch kurz hier, sonst denke ich nicht dran, dem Alex Farmmanager geben. Sonst schmeiße ich den aus Versehen runter. Da war aber noch einer, der hatte mir auf Discord geschrieben hier. Der Mähmer, wo ist Mähmer? Wilkotti, herzlich willkommen. Mir geht's gut, ich habe mich heute 2-mal braunen Kopfschmerzen und fühle mich mega schwach. Bin morgen deshalb auch von der Schule abgemeldet. Das ist auch besser so, freiwillig, ne? Erstmal gesund werden. Erstmal gesund werden, ne? Guten Abend, kannst du mir sagen, wo ich für einen guten Deal LS22 kaufen kann? Habe seit 3 Wochen ein Gaming-Notebook bekommen. Steph, ein herzliches Willkommen. Also guten Deal sagst du dir wahrscheinlich, wo es extra günstig ist. Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Was ein guter Deal wäre, ist, Steph, wenn du einfach mal in meiner Videobeschreibung auf den Link klickst. Kommt ja darauf an, ob du Platinum dabei haben willst oder einfach nur diesen LS. Du könntest über meinen Link dir den LS kaufen. Kostet zwar offiziell dann, ich glaube, 40 Euro oder was er momentan kostet. Du unterstützt mich aber dann kostenlos. Denn du kaufst über das Giants Partnerprogramm. Ich bekomme einen kleinen Bruchteil von dem Erlös von Giants ab. Und du würdest mich damit kostenlos unterstützen, wenn du da Bock drauf hast. Das wäre ein guter Deal für mich. Hallo VH, herzlich willkommen. Yannick, sehr geil. So. Sehr schön, haben wir das erste Feld schon mal fertig. Das waren jetzt gut 3 Anhänger, ne? Oh, das ist schon ordentlich. Also da kann man echt sich nicht beschweren. Norman, grüß dich. Schön, dass du da bist. Was muss ich machen, um in Leistung angezeigt zu werden, wie lange ich Mitglied bin? Sascha, einfach auf die Mitgliedschaft klicken und dann kannst du da einmal im Monat so eine Sondernachricht da lassen. Mitgliedsnachricht, glaube ich, oder so heißt das. Glaube ich zumindest. Norman, normal schreiben kannst du auch, ne? Ich habe ja schon Hallo gesagt. Kann man aus Heuballen auch Silage machen? Du könntest Grasballen in Silageballen wickeln. Ich glaube, Heuballen werden dann nicht mehr angenommen. Fanpower, das hier ist die Ortstream-Farm. Schön, dass du da bist. Willkommen im Livestream. So, ich fahre einmal rüber. Zu unserem nächsten Feld, Nummer 16 haben wir jetzt. Fahren wir mal rüber zur 16. Wie gesagt, an die jetzt hier stehen, Leute, denkt dran, ihr werdet gleich vom Server runtergeschmissen, auch wenn ihr rumgestanden habt. Weil wir haben ja gesagt, wir machen zwar ein Grashäckseln, es ist aber kein reines Grashäckseln, sondern wir machen ganz normal unsere Oddstream-Farm weiter, ne? Da komme ich nicht rum. Da komme ich immer noch nicht rum. Aha. Sehr gut. Ah, Göttes Döckermeier. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Willkommen Livestream, mein Freund. Das ist wieder ein Zeissen und on Early Fan. Ja, alles gut. Feuerwehr Sven. Herzlich willkommen. Hallo Kilian. Genau, Sascha. Da ist es. 1 Monat lang Praktikant. Vielen Dank, Sascha, für deinen Support. Wie komme ich denn zu diesem Feld da? Wie komme ich denn zu Feld Nummer 16? Dann muss ich da unten irgendwo hin, ne? Wie komme ich denn da hin? Ach, hier. Hab's gefunden. Hannes, grüße dich. Hessen Gaming, herzlich willkommen. Hallo Lenny. Ich weiß, Lenny, die muss ich updaten. Sag einfach Git. Was geht, Git? Oder Egg. Nee, kann ich Egg sagen? Egg ist geil. Eggy. Nee, Eggy. Eggy, das klingt doch geil, oder? Kilian, das ist die Oddstream-Farm. On Fly, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Marcel, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Driver, that's the Oddstream-Farm. Naja, Lenny, werde ich mich noch drum kümmern. Servus, Janik, grüß dich. Basta, Herr Eggy. Das klingt doch geil, Eggy. Das klingt voll geil. Anja, grüße dich. Oh, 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 oh. Ja, doch, passt. Aber viel Platz ist hier nicht. Leute, ballert die Abos raus. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr alle mit dabei seid. So, einmal kurz hier absetzen. Even, ich grüße dich. Ich hatte letztens an der Ostseeküste einen richtig großen Bug. Fahre so schön zur BGA und auf einmal schwebe ich in der Luft und die BGA war bunt und dann Spiel abgestürzt. Hupsala. Klingt aber nach Map-Problem. Kann das sein? Hast du schon Sons of the Forest gezockt? Nee, on fly. Ich weiß aber, was es ist. Ich habe mir auf Twitch den ein oder anderen Stream dazu angeschaut. Der Max hat das ja zum Beispiel schon durchgezockt. Ich habe es ja auch gespielt, den ersten Teil. Ich fand es ganz okay.
Aber es passt halt nicht so ganz auf meinen YouTube-Kanal, ne? Denkt dran, Freunde, wenn ihr abonniert, seid so lieb, macht euch keinen Zweitkanal, okay? Einfach einmal abonnieren und dann den Freunden Bescheid geben. Damit würdet ihr mich sehr unterstützen. Aber jetzt nicht hier Zweit- und Drittkanal machen, weil das bringt uns alle nicht weiter. Bastian, schauen wir mal. Hallo Manuel, Sons of the Forest, beste. Wie gesagt, ich habe den ersten Teil mal gespielt. Ich finde es halt geil, weil es ein Survival-Game. Für mich ist es ein Survival-Game. Da geht es ja so ein bisschen darum, ne, auch ein Dorf dir aufzubauen. Du musst ja nicht unbedingt die Story spielen, ne? Du kannst dir ja auch einfach ein Dorf aufbauen, ne? Tom, am besten kommst du neben mich. Luke, ich habe noch 95%. Jessica, willkommen. Wo ist der Hexer? Junes, der ist aus dem Modder. Wofür? Andy, was brauchst du? Nee, am besten links neben mich, nicht rechts. Das gibt Chaos. Tom, du kannst ruhig über das Gras fahren, da passiert nichts. Ist alles okay. Weißt du, wieso der Fan 700... Nee, weiß ich nicht, Bastian, warum der nicht mehr da ist. Er wurde leider entfernt. Warum, kann ich dir absolut nicht sagen. Ich weiß es nicht. Gebe ich dir Andy, ist kein Problem. Die müssen sich hier eh erstmal kurz... Da bist du. Warum Azubi? Du bist doch kein Azubi, mein Freund. Wie kann man mitspielen? Lukas, Ausrufezeichen, mitspielen. Iveco, warum hast du mich jetzt erst abonniert? Da steht ernsthaft gerade vor 2 Minuten Abo von PG Iveco. Was habe ich denn jetzt verpasst hier? So, ja, anhexen ist immer schwierig, ne? Anhexen ist immer die größte Herausforderung, dass das hier mit den Leuten funktioniert. Stumpler, du brauchst hier Pumps and Hoses. Nur Pumps and Hoses. Bremsspur, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Willkommen, Livestream. Ah. Oh, lecker. Jute Orangenlimonade. So. Ich habe gerade auch einen Follower auf Twitch bekommen. Das finde ich auch sehr geil. Wegen Kanami-Chef. Ach so. Das ist auch eine gute Idee. Okay. Ja, ich verstehe. Ja, okay. Das ist auch eine gute Idee. Und so weiß man direkt, welchen Rang du hast. Sehr geil. Freunde, fast 300 Likes sind schon mal drin. Nach knapp einer Stunde. Das ist sehr gut, Leute. Das ist sehr gut. Das läuft auf jeden Fall hier. Tom ist auch gleich schon voll. Hier kommt auf jeden Fall einiges zustande. Hab einen Bug auf der Ortsnachricht, ich schicke dir eine DM. Jo, alles klar. Musst du zwar nicht mir schicken, sondern eher dem Modder, damit der vielleicht was dagegen machen kann. Weil mich stört der Bug nicht. Ich habe ihn ja nicht. Entschuldigung. Das war ich nicht. Jetzt muss ich echt mal kurz auf Twitch bei Falk gucken. Hat der wirklich wieder 7 Stunden? Wie habt ihr das gemacht? Was habt ihr gemacht? Hat bestimmt irgendwie wirklich so eine 300-Euro-Boni bekommen oder so. User wird nicht angenommen. Ist ein Bug auf Daniels Server in diesem Moment. Der hat echt wieder 7 Stunden. Eine Spende was nicht. Ah, ihr habt Bits rausgehauen. Und? Was? 40 Subs? Ihr seid doch des Wahnsinns. Nevio, herzlich willkommen. Da hat irgendeiner anscheinend 40 Subs beim Falk rausgehauen. Das ist schon... Boah, das ist verdammt viel. User, nicht User nennen, sondern einfach mal einen Spielnamen nennen, damit ich weiß, wer du bist. Norbert, guten Abend. Schön, dass du da bist. Boah, 40 Subs. Was kostet ein Sub? 5 Euro, glaube ich, ne? Hui, nicht schlecht. Lenny, wie immer. Wie immer. Und Patrick ist schuld daran, dass er jetzt so lange machen muss. Nein, ich bin unschuldig. Was sind 40 Subs ins Geld? Ich weiß es nicht. Ich glaube... Ne, ich weiß es echt nicht. 200 Euro? Ich kann es dir nicht zu 100% sagen. Ich meine, eins kostet irgendwo 3, 4 Euro oder so, ne? So, nun kann ich bei dem Pumps and Hoses Stream auch dabei sein. Nevio, perfekt. Wir haben gar nichts bei Falk, außer ein bisschen Zeit verschafft. Nur ein klein bisschen. Kratti, grüße dich. Schön, dass du da bist. Ganz ehrlich, Norbert, ich war erschrocken, als ich bei ihm geguckt habe und denke so, oh nein, der ist unter einer Stunde. Das können wir nicht zulassen. Die 11 Tage müssen wir voll machen.
Und deswegen, ne, Support ist kein Mord. Man kann nicht immer nur nehmen, man muss wirklich auch geben, Leute. Und ich bin mir da echt nicht zu schade für. So, was machen? JSH müsste eigentlich seine Silagegabel da mal abmachen. Der macht jetzt gerade seine Silagegabel da voll. Heieiei. Max, wir machen jetzt einen Wechsel, keine Sorge. Ich habe allen meinen Freunden Bescheid gesagt, dass sie dich abonnieren sollen. Dankeschön, Stumpfler. Genau das ist der Support, der euch nichts an Geld kostet. Nur ein bisschen Zeit. Zeigt den Stream auf den sozialen Netzwerken und sagt euren Freunden Bescheid. Beste Aktion ist eigentlich immer WhatsApp in die Gruppen rein. Einfach mal den Stream reinhauen. Es gibt ja bestimmt ein paar Kumpels von euch, die vielleicht auch LS mögen. Ja. Er war bei 19 Stunden nach unserem Randalieren bei 33. Ach, ihr habt das schon mal gemacht. Ach so. Ja, Norbert, wir haben ihn ja jetzt auch immerhin wieder auf 7 hochgehauen, ne? Hab mir heute über deinen Link Pumps and Hose geholt, zocke beim nächsten Mal wieder mit. Beim nächsten Wechsel. Ja, Gabriel, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Das stimmt, dass du dir dafür nicht zu schade bist, einen zu unterstützen. Nie und nimmer. Also, wenn man es verdient hat, mache ich das sehr, sehr gerne. Natürlich würde ich jetzt zu niemandem hingehen, der hier in den Stream kommt und so weiter. Ich sage, ey, hier, kannst du mich mal supporten? Ich brauche noch ein paar Abos. Nee, die können direkt, ne, frei wild, frei Land. Hier, Tschüssikowski, ahoi und tschüss, ne? Aber so, ja. 40 Subs auf Twitch, 199 Euro. Also hat... Oh, komm, wer von euch hat bei Falk 40 Subs rausgehauen? Okay, dass das so krass war, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber vielen Dank. Schön, jetzt habe ich ihn doch angenommen. Schön in der Badewanne entspannen und den Stream genießen, perfekt. Ich frage ihn einfach mal gleich, wer es ist. Meine Freunde lieben LS, Mirjana, ja dann, ne? Einfach mal den Freund Bescheid geben. Würde ich mich sehr drüber freuen, wenn du Bock dazu hast. Wirklich mal den Freunden Bescheid sagen. Denn Support ist kein Mord. Black Angel, herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend euch allen mit Grüße aus dem Badnerland. Ist das in Deutschland? Wo ist das denn? Er war selber schuld. Warum musste er verdorben? Ah, da war ja Happy Hour, ne? Ja, das fand ich voll unfair, Norbert, ne? Ich habe meinen Twitch-Spein da rausgehauen. Und ich glaube, eine Stunde später macht er Happy Hour. Und ich so, hallo, hättest du das nicht vorher sagen können? Stumpler weiß ich noch nicht, schauen wir mal. Ein bisschen werden wir noch machen. Gleich sind wir knapp 300 Zuschauer. Hi Lukas, mir geht's gut, wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Bin wieder da, gab Abendbrot. Perfekt, Ben, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Ja, morgen neue Woche, ne? Leute, neue Woche, neues Glück. Rinn in die Arbeit, ne? Aber das machen wir schon, ne? Das war so lustig, machte mega Spaß. Ich glaube, ihr habt ihn ganz schön auch geärgert, ne? Also ich glaube, ihr habt da was gemacht, womit er so niemals gerechnet hätte, ne? Peggy Moritz, grüße dich. So, was ist jetzt hier? JSH, du musst mal unbedingt deine Schaufel abmachen. Guck mal, ich hexe dem seine Schaufel voll, auch lustig, ne? Gut, ne? Guck mal hier. Ich hexe dem einfach mal die Schaufel voll. Wir nie. Wie kommst du drauf? Das weiß ich auch nicht. Man könnte meinen, man weiß es bei euch. Die Woche wird absolut Stress. Termine über Termine. MK, okay, dann wünsche ich dir alles Gute. Ich weiß nicht, was du machst. Ich muss es aber auch nicht wissen. Ist ja real life. Aber natürlich wünsche ich dir eine schöne Woche, ne? Baue noch eine Tankstelle bei der BGA. Bei der BGA? Aber da fahren wir doch gar nicht hin. Moritz, mir geht's gut, meiner Frau nicht so ganz. Nächste Woche Schule über Pneumatik und Hydraulik. Oh, schön. Pneumatik ist doch hier mit Luft, ne? Er war ein bisschen fertig. Ja, wie gesagt, das war er jetzt ja auch so ein bisschen. Er wusste vor allem gar nicht erst, PG. Wir haben ihn ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe Falk vor Streamstart oder im Streamstart überrascht und bin erstmal mit den Leuten darüber gegangen. Und habe sie mal aufgefordert, wenn sie noch ein Twitch Prime-Abo über haben, dass die mal eins raushauen. Hast du zwei 24/7 Server? Nein, einen. So, JSH, du musst zurückkommen. Hallo, Benny, grüße dich. Hab leider Pumps Roadpack nicht, kann deswegen gleich mitspielen. Tim, schade drum, aber natürlich schön, dass du mit dabei bist. Sag mal, was näht der da? Wo willst du hinhäckseln? Da ist der Anhänger, ja. Er hat ihn gefunden. Ich muss 39 Mal zurück. Ja, das geht doch noch. Trax, das ist die Silver und Forbes. Hallo, Toni. Ach so, das wusstest du gar nicht noch. Okay, Screenstart. 200 Leute, erst einmal Twitch von ihm reingehauen und dann gesagt, wenn ihr Twitch Prime habt, das läuft ja jetzt in 4 Tagen ab. Wäre ja verschenktes Geld, wenn man Amazon Prime nutzt.
dass ihr einfach mal eins da lasst. Und ich glaube, einer ist gekommen, der hat erstmal 5 Stück verschenkt. Ich glaube, das war Sascha, hieß der, glaube ich. Und dann kam irgendwo nochmal 40 Stück her. Damit habe ich aber selber nicht gerechnet. Und ich sag noch, er hätte mal das so machen sollen, dass auch ein Follower eine Zeitverlängerung wäre. Das wäre geil gewesen. Ich weiß, Lenny. Lenny, ich habe doch schon gesagt, ich muss das noch updaten und ich werde das auch noch machen. Keine Sorge. Hello, Moritz. Ach, Moritz, bist du dir sicher, dass du an dein Handy darfst? Hallo Jonas, guten Abend, schön, dass du da bist. Schade, gerade fast 300 Zuschauer gewesen. 278 habe ich gesehen. Schade, schade. Aber, denk mal, da geht noch ein bisschen was, ne? Das wäre sicher geil, nur dann streamt er das ganze Jahr durch. Wo ist überhaupt so ein Sub? So ein Sub-Marathon, so ein Rekord? Hat da nicht mal einer hier, wie heißt der nochmal? Ach hier, ich will jetzt nicht das sagen, was er mal gedacht hat. Ah, ja, Unge, hat der nicht mal irgendwie 3 Monate oder so jetzt vor kurzem? Oder 2 Monate? Michaela, grüße dich. Ja, Frau erlaubt. Oh, aber ehrenhaft von der hier. Mann, ist die lieb heute. Ja, habt ihr heute auch genug gekuschelt, ne? Und wo uns im Stream will man ja nicht verpassen. Hi, Zocker Bro. Weißt du, wo man eine Konsole kaufen kann? Im Internet, in allen Fachmärkten, also Elektromärkten. Kannst du doch kaufen. Bei Amma. Also Möglichkeiten gibt es. Eigentlich mehr als genug, würde ich sagen. Den ganzen Morgen lag die auf und hat gepennt. Ah, das ist auch gut, wenn man den ganzen Morgen einfach nur, ja, den Mann aufhält, aber dann pennt. Geht der dann auch mal schnell. Ja, also Falk macht auch Pausen, aber diese Zeit, die wird halt hinten dran gehangen. Das heißt, der macht zum Beispiel um 23 Uhr einen Cut. Dann wird geguckt, wie viel Zeit hat er noch. Dann geht der pennen und wenn er dann wieder da ist, wird die Zeit ab da wieder gestartet. Sabine, dann hast du noch die falschen Suchbegriffe. Oder die finden noch andere Mods. Ich finde gut, dass es auch mal für PS4 Feuermod-Mods gibt. Ich finde sie total unnötig. Tut mir echt leid, dass ich so sage, Stumpler, aber ich denke mal, jeder hat seine eigene Meinung, ne? Oder darf seine eigene Meinung vertreten. Ich brauche keine Feuerwehrmods. Ja, alles okay, Lenny, alles okay. Alles gut, kann mal passieren. Hast du vor, danach noch die Silos in der BGA zu füllen? Ich weiß gar nicht, ob wir so viel zusammenbekommen. Kann ich dir jetzt so gar nicht sagen. Leute, vielen Dank für 300 Likes. Team Österreich, das darfst du dir selbst aussuchen. Das ist ja unsere freie Map hier. Da kannst du gerne mal selber gucken, was du wie anbaust. Nein, ich habe alles, aber bei dem DLC steht nicht verfügbar. Pumps and Hoses? Aber du hast es, oder? Sabine, denk dran, das ist ja dieses kostenpflichtige von Creative Mesh, ne? So, warum stehen hier jetzt so viele auf dem Feld? Leute, was macht ihr? Ja, ist mir ja egal. Wenn sie dann nur doof rumgefahren sind, wir machen eh gleich wieder einen Wechsel. Jetzt fährt der mir bestimmt... Ja, ich wusste es, dass der mir reinfährt. Heide Witzke hier. Crax, der 24-7-Server heißt Forstbewohner. Ich kann es ja auf allen Karten nutzen. Ja, auf meiner ja aber auch, ne? Hallo Kilian, grüße dich. Schön, dass du da bist. Willkommen Livestream. Da ich mitspiele, Dorf Dead Mats. Grundsätzlich darf natürlich jeder mitspielen, natürlich. Ich finde den Fan mega. Ja, vor allem, ich finde den hier halt richtig geil. Allein schon wegen seiner Lackierung. Also langsam habe ich das Gefühl, dass das halbe Platinum Expansion Pack im Mod-Hub ist. Echt so schlimm? Okay. Nee, ich kann ja nicht beitreten. Ja, aber Sabine, dann wird es nicht am Pumps and Hoses liegen, weil ich habe das auch hier drauf, auch die aktuellste Version. Wenn dann, wie gesagt, kann ich mir vielleicht vorstellen, dass der ein oder andere Mod noch fehlt. Na, und die aktuellste Version habe ich auch. Also das ist grün, okay, aber die schwarzen Felgen lässt sich streiten. Nee, darüber müssen wir ja nicht streiten, weil es ist meine Entscheidung. Und ich finde es toll. Du hast 50.000, ja, aber Dorfdepp schon ein bisschen länger.
So, oh, das ist gut, dann speichert der jetzt ab. Können wir jetzt mal kurz hier einen Spielerwechsel machen. So, Freunde, wir wechseln hier einmal schön durch. So, ne? Muffin, grüße dich, herzlich willkommen. Ne, bei allen anderen Mods steht verfügbar. Oh, oh, habe ich schon abgehangen. Sorry. Bleibt der Stream auf YouTube? Ja, grundsätzlich schon, natürlich. Ist das das letzte Feld mit Gras? Nein. XOLS, das wäre ein bisschen krass. Wenn wir jetzt schon fertig wären. Ne, 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 ne. Dorfdepp, du brauchst hier das Pumps and Hoses. Ich freue mich schon so auf den LS23. Ja, LS23 kommt im Mai auf, also für mobile Geräte und Nintendo Switch. Nintendo Twitch. Nintendo Switch, meine lieben Freunde, ne? Ja, Jana, wie gesagt, den LS22 kannst du zum Beispiel über meinen Unterstützer-Link kaufen. Den LS22 kannst du in Elektrofachgeschäften kaufen. Wo du gerne möchtest. Wenigstens bist du heute brav. Ich habe heute schon was Gutes getan, ne? War der nicht gerade auf dem Server? PG Jonas? Ja, ne? So. Hast du auf dem DD-Server jetzt mal neue Mods draufgepackt? Nö. Noch nicht. Habe ich schon nicht gemacht. Ich wollte aber gucken zum Streamende, dass ich mal gerade das Update draufpacke. Auch als ich das mit dem LS23 sah, war ich so verwirrt. Ich dachte, jetzt kommt schon der nächste LS für Konsolen und PC, bis ich gemerkt habe, dass es für mobil ist. Ja. Nein, also LS24 in dem Sinne hoffentlich dann für Konsolen und PC lässt auf jeden Fall auf sich warten. Hast du mich mal gebannt? Das weiß ich schon nicht, Sabine. Hast du zu viele Abfahrer? Jop. Das ist halt das Problem. Die denken alle hier, wir machen XXL Grashexen. Nein, machen wir nicht. Bayou, was geht, Schwimmbutz? Alles klar bei dir? Das verstehe ich halt leider auch nicht, warum die alle hier hängen. Das ist kein XXL Grashexeln. Das ist einfach nur, wir füllen unsere Silos, machen aber trotzdem ganz normal weiter auf der Allstream Farm. Muss aber jeder selber wissen, ne? Wenn die sich dadurch hier ihre Mitspielzeit versauen, weil sie halt danach rausgeschmissen werden, ja, okay, dann sollen sie das so für sich entscheiden, ne? Nein, Luke. So, wer noch raufkommen möchte, ne? Wir haben jetzt einmal durchgewechselt. Nein, Luke, darfst du nicht. Einen Moment, bitte. Du hast keine Wildcard eingelöst, dementsprechend sollen andere erstmal die Chance bekommen. Pharmafite ist auch wieder da. Pharmafite. Pharmafite? Warum bist du wieder auf dem Server? Hallo Raphael, willkommen. Spielst du auch mal wieder Ostsee? Ja, haben wir vor, Stumbler. Haben wir vor. Schade, Manuel. Ah, Grafikkarte zu schwach. Ja, gut. Ja, da hängst du manchmal nicht hinter, ne? Wenn die Grafikkarte zu schwach ist. Aber nicht mal auf ganz unten? Also nicht mal auf ganz, ganz niedrigste Stufe. XOLS, schau dir mal mein Infovideo an. Mir geht's gut, Jonas. Wie geht es dir? Schön, dass du mit dabei bist auf jeden Fall. Warte mal, links oder rechts? Wo bin ich? Ich bin da. Ich glaube, rechts wäre besser, ne? Moin, kenne dich noch von 2018. Hörst dich an wie damals. Moin, Leonie. Das liegt daran, weil ich schon über 16 bin und gar keinen Stimmbruch mehr habe. Guten Abend, Günther. Herzlich willkommen. Schauen wir mal, Ben. Sehr gut, Jonas. Freut mich auf jeden Fall. So muss das sein. Wunderbar. So. Ich bin jetzt da. Wir fahren jetzt zu 20, würde ich sagen. Also am besten rechts rum. Okay. Hi Kevin, moin, grüße dich. Schön, dass du mit dabei bist. Willkommen im Livestream. Guck hier vorne zum Beispiel, hier steht ein Düngerstreuer, ne? Hier haben sie einfach schon mal die Wiese wieder gedüngt. Also das könnt ihr auch machen, hier Mist ausbringen, ne? Ich habe diese Woche keine Schule. Also jetzt kommende, okay. Bist halt ewige 29. Ja, und du musst mir mal was verraten, Iveco. Warum hast du vor 20 Minuten meinen Kanal abonniert? Es wurde zwar im Livestream, glaube ich, nicht angezeigt, aber hier steht wirklich bei Streamlabs vor 20 Minuten, dass du abonniert hast. Wie kommt das? Welches Schneidwerk? Capello, Günther. Capello. Ist ein sehr schönes Schneidwerk, muss ich sagen. So, geradeaus. Okay, ich weiß, wo ich bin.
Ich bin hier oben noch nie lang gefahren. Ist ja im Alice, auf der Austin Farm hier jetzt neu dazugekommen, ne? Vorher war hier einfach nur eine riesengroße Wiese im Alice 19 und im Alice 22 ist ja hier eine richtig schöne neue Gegend dazugekommen. Hi Dennis, grüße dich und vielen Dank für 50.500! So muss das sein. Hallo Timo, hab mir mal Zeit genommen für deinen Stream. Timo, vielen Dank. Ja, Emir, wir haben sie. Bin auszusehen auf den falschen Button gerutscht. Ach so, anstatt auf Spenden hast du auf Deabonnieren geklickt. Hast du gut gemacht. sehr geil. So, ich hau mir mal das Feld jetzt hier weg. Ich hoffe, ich passe da rein. Moment, muss ich kurz einmal andersrum. So. Isobus. Isobus? Was ist Isobus, Zocker Bro? Was ist das? Vielen Dank für 50.500, Leute. Ich würde sagen, weiter geht die wilde Fahrt hier. Manuel, ich habe eine RTX 2070 Super und an den lieben Ralf. Dankeschön für dein Abo. Ja, ist kein Problem, Max. Mach das. So. Guck mal, was machen die da? Weißt du, eigentlich direkt hier, Fiete und Gabriel Permaban. Aber ich bin mal nicht so. Ich verstehe es nicht. Chaos pur hier. Also wenn das alles meine Angestellten wäre, ich hätte ihnen direkt fristlose Kündigung. Fristlos hier weggeschmissen. Gibt's doch nicht. Kann ich hiermit eigentlich auch jetzt, ich könnte auch hiermit eigentlich auch Weizen häckseln, oder? Sehe ich das richtig? Oder habe ich das falsch? Doch, ich könnte jetzt eigentlich hiermit auch Weizen dreschen und so, ne? Oh oh. Ich glaube, ich passe da gar nicht rein. Ach, du ahnst es nicht. Ich muss schummeln. Tut mir leid, ich muss schummeln. Ich passe da gar nicht rein. Hatte vor zwei Jahren einen Mopedunfall und wurde letzte Woche Freitag in den Bändern bzw. am Arm, am Knie operiert. Daniel, alles gut überstanden? Ich muss schummeln. Es tut mir leid. Ich passe da aber nicht rein. Deswegen, ich muss da einmal kurz schummeln. Ich weiß, ich hätte jetzt auch mit dem Schneidwerk reinfahren können. Also mit dem Schneidwerkswagen. So. Hallo Kai, grüße dich. Schau mal wieder auf den Didi-Server gewesen. Nee. So. Wunderbar. Ich hab mir schnell einen Reifen hinten dran montiert. Ich habe mir schnell einen Reifen hinten dran montiert und deswegen ging das jetzt so schön. So. Maximilian, herzlich willkommen. Kein Problem, Maximilian. Alles gut. Warum hast du mich gebannt? Ich wollte noch gar nicht drauf. Heiße PEG-DPG. Habe ich schon gar nicht gebannt, Andreas. Wie kommst du denn da drauf? Dieser Bus ist ein Stecker am Traktor. Moment. Ein Stecker am Traktor. Mit dem lassen sich viele Sachen steuern. Sonst hat man ja nur mit dem Stromstecker am Traktor für Licht. Und dieser Bus ist sozusagen für Steuersystem und Pipapo. Ach so. So ein Stecker für alles. Jo, bin zum Glück schon wieder so weit, dass ich auf einer ebenen Fläche ohne Krücken gehen kann, aber der Arzt meinte mindestens 3 bis 4 Monate Krankenstand. Boah, das tut weh, oder? Das tut weh, oder? Servus Jonas, grüße dich. Wie mache ich das Update vom DLC? Einfach mal bei Goggle Alice22 Update oder so eingeben, dann kriegst du da den Link. Was ist dein Lieblingstrecker? John Deere und Klaas. Also Lieblingshersteller, sage ich mal so. Den bin ich. Oh! Entschuldigung.
Habe ich gar nicht gesehen. Da kommt ja der doofe Strommast. Naja, gut, okay, Daniel, jetzt halt mal ein paar Wochen Freizeit gönnen. Man könnte jetzt sagen, ja, warum nicht, ne? Warum wächst das Gras hier eigentlich so unterschiedlich? Guck mal hier, ein bisschen was kann ich hier weghäckseln an der Seite und ein bisschen was nicht. Wieso wächst das hier so komplett unterschiedlich? Naja. Was ist dein Lieblingsmap? Oldsmith. Ja, wenn ich da auf den Link gucke, kommt da so eine Änderungsliste. Die Änderungsliste, genau. Und da müsste eigentlich auch das Update mit dabei sein. Du musst eigentlich nur dein Key wieder eingeben und dann wird's Update gezogen. PG Jonas. Doch, du warst schon drauf. Mein lieber Jonas. Wir können uns jetzt auch vertun, dann ist das menschlich. Ich bin halt auch nur ein Mensch, aber... Ich meine, du warst drauf. So, Jonas, jetzt kommt am besten links neben mich. Driver, that's the Oldspring Farm. Jo, das ist der Feld dran, da wächst das nicht so gut. Ja, aber... Oh, meine Güte hier. Dekogras und Feldgras, okay. Hm, schade drum. Eigentlich so wäre ganz geil, wenn man bis an den Zaun ran häckseln könnte, ne? Natürlich, Andreas, kann ich. Jonax, willkommen zurück. Mein Rücken, Genblacks, kannst du wegschmeißen. Ich habe schon den ganzen Tag, wirklich den absolut ganzen Tag, Wärmflasche, alles, nee. Also, puh, Katastrophe, ist leider so. Ich kann es nun mal nicht ändern, ich mache aber das Beste draus. Nicht, dass ich auch irgendwann mal unter das Messer muss. Und dann, ne, Krankenkasse zahlt wieder nicht, muss ich schon wieder selber zahlen. Ja, nee, ist klar. PG Jonas war schon auf dem Server. Seht ihr, ich habe ja keinen Alzheimer hier, ne? So, wo ist er denn jetzt? Jonas braucht auch ein bisschen länger. Mann, Mann, Mann. So. Jetzt schön bei mir bleiben, Jonas. Am besten neben mich, dann sehe ich dich auch immer nicht so weit hinter mir. Weit hinter mir ist immer ein Fehler. Vor allem, wenn man gerne in den Innenansicht fährt. Ich versuche natürlich heute ein bisschen mehr in der Außenansicht zu fahren, damit ihr auch diesen wunderschönen Vorführer seht. Bild übrigens wieder zur Verfügung gestellt vom Beast Farming. Ein Gruß geht raus an Moritz, Dankeschön dafür. Hat er Gott sei Dank dann doch geschafft, wieder ein Screen fertig zu machen. Mit diesem wunderschönen Fan Katana. Ich finde, der ist sehr cool. Ich glaube, den kaufe ich sogar. Ist ja jetzt erstmal gemietet. Kostet halt ein bisschen was, ne? Kostet halt richtig, dann kommst du halt gleich nochmal drauf. Ist doch gar kein Problem. Jeder kriegt hier die Chance mitzuzocken. Ich kann leider außerhalb eines D-Servers nicht sehen, wie lange ihr drauf seid. Das hat ja Giants leider rausgenommen. Früher war das mal anders. Im LS19 konntest du halt genau sehen, wer wie lange spielt. Jetzt kannst du es hier nur noch mit dem D-Server sehen. So. Kommt er wieder? Sehr gut. Können wir direkt hier weiterfahren. So, guck mal, jetzt habe ich hier schon wieder 1, 2, 3, 4, 5 Abfahrer. Die können alle nicht bis 3 zählen, ne? Aber okay, es ist denen ihre eigene Schuld, Leute. Die fahren mir jetzt die ganze Zeit hinterher. Wenn die nach einer halben Stunde rausfliegen, können sie dann nicht in den Chat schreiben, ja, aber ich habe doch noch gar nichts gemacht. Ja, aber da kann ich ja nichts für. Hallo Anonym, herzlich willkommen. Schön, dass du auch wieder da bist. Ich war letztes Mal im Arzt wegen meinem Rücken. Er hat festgestellt, dass ich mir irgendetwas angerissen habe, aber die ganzen anderen Jahre hat er nichts gemerkt. Komisch. Ist das vielleicht dazwischen passiert? Ich weiß ja nicht. Also ich muss auf jeden Fall wieder zum Orthopäden, die dann nochmal prüfen, was genau bei mir da verkehrt ist. Ja, Iveco, so ungefähr. Vor allem, sie fahren halt alle im Kreis und es macht einfach gar keinen Sinn. Weil so schnell werden die hier nicht voll, die Hänger. Es ist halt in Anführungszeichen nur ein Grashexen. Gras kommt nicht viel bei rum. Ne, deswegen, sie machen sich das Leben selber schwer. Anstatt die Chance zu nutzen, wenn sie auf dem Server sind, zum Beispiel die Tiere zu versorgen oder, weiß ich nicht, Weizen anzubauen oder zu güllen, Mist zu streuen und sowas. Nee, fahren sie lieber wie eine Karawane hinter mir her. Also, schade. Hm. Aber okay, das muss ja jeder selber wissen, ne? MH, mitspielen ist möglich, ja? Kannst du froh sein, hast keine Standzeitenalarm, was zu tun. Ja, aber hallo, alles für die Umwelt hier. Wo soll man denn den Schlüssel eingehen? Da wirst du normalerweise nachgefragt sein, wenn du das Update ziehen willst. Dann fragt er dich nach dem Produktkey und dann kannst du es hier ziehen.
Patrick, wer wie lange hobbylos am Bildschirm sitzt, ist bestimmt Datenschutz. Ja, natürlich. Ja, Jonas, das darfst du gerne machen. Tiefdruckkommando, herzlich willkommen. Umwelt ist egal, ist er lässt. Ach so. Und dann wird mir immer gesagt, hallo, machst du bitte den Motor aus, wenn du stehst? Welche Map? MH, das ist die Ortstream Farm. Bürgermeister, die dahinter, die brauche ich gar nicht mehr. Den Jan und der Bauer M, der Jonas, der wird hier nicht voll auf diesem Feld. Vor allem halt, es ist halt auch das Problem, dass die mittlere Bahn hier noch gar nicht fertig gewachsen ist. Die hatten wir nochmal neu anbauen müssen. Da gab es ein paar Kommunikationsprobleme, dass plötzlich das Feld umgewandelt wurde, ne? Was soll auf Feld 22? Feld 22 ist da in der Mitte. Ich würde sagen, mach Strom drauf. Stroh. Weizen. Weizen, Gerste oder Hafer meinetwegen. Irgendetwas, wo wir Strohablage haben. Heute sehr entspannt. Oh, es geht eigentlich. Ich fand's zum Stream-Start schon sehr, sehr gut hier. Ich mache seit 5 Wochen auf dem Mühlenkreis Mittelland eine 0-Euro-Challenge. Habe inzwischen über 100 Stunden drauf. Boah, Lord, das ist krass. In 5 Wochen 100 Stunden. Sehr geil. Hallo Tom, grüße dich. Schön, dass du da bist. Das ist ordentlich, muss ich sagen. Okay, kein Platz. Na, dann hoffen wir natürlich mal nur das Beste, ne? Ich glaube, der Jonas, der hat einen zu kleinen Trecker für einen zu großen Anhänger. Deswegen kommt er hier anscheinend nicht hinterher. MH, einfach dem Server beitreten wollen, dann wird dir angezeigt, welche Mods du benötigst. Dann hast du in aller Ruhe die Möglichkeit, fehlende herunterzuladen. Und bei einem Wechsel kannst du dann auch gerne joinen. Es sind aber nicht viele. Austin Farm sind im Regelfall auch immer die gleichen. Aber guck da, Ingo macht's richtig, der hat Mist geladen, der fällt jetzt Mist streuen. Damit wir, natürlich, ja, man kann auch die Grasfelder direkt mit Mist streuen. Hat natürlich was damit zu tun, dass es in den nächsten Wachstumsstufen dann natürlich ein bisschen besseren Ertrag hier gibt. Weil ich glaube nicht, dass wir die 2 Bunker auf unserem Hof voll bekommen. Und wenn doch, bleiben die nicht lange voll, weil wir haben natürlich über 400 Kühe zu versorgen, ne? Der war doch schon, oder? Es ist ein Plätzchen frei, also wer zocken kommen will, kann gerne machen. Warum sammelt der mit dem Ladewagen nicht das Stroh ein? Das weiß ich auch nicht. Wochenende mit Paulana, Spitze kickt rein. Sehr geil, Laurenz. Guten Durst. Haben wir einen Ladewagen? Ja, klar. Wir haben sogar 2 oder 3. Ne, 2 haben wir. Hat 4 Plätze. Aber Leute, 4 Plätze sind noch frei. Wer noch nicht mitgespielt hat, kann das gerne machen. Wenn jetzt in ein paar Minuten kein neuer joint. Ohrläppchen reiben. Leo, einfach die Arbeit suchen, gibt genug zu tun. Der Junge, der kann nicht fahren. Tut mir echt leid, dass ich das so sage. Und es darf nicht wieder sein, ja, es backt ja. Nee. Hast du noch einen Mistschrei? Nee, ich glaube, da haben wir nur einen. Alles klar, Thomas, in der Wanne kann man das Handy mitnehmen. Die könnten ja Stroh einsammeln. Ja, natürlich, wenn wir irgendwo Strohablage haben, können die auch Stroh einsammeln gehen. Natürlich. Der Anhänger ist einfach zu groß. Ja, vor allem für den Fendt 820, ne? MH16 Spieler haben wir hier immer. So. Führerschein auf Fischbüsche. Jonas, kannst du mir kurz mal den Schneidwerkswagen reinholen? Das wäre sehr geil, wenn mal einer kurz mir den Schneidwerkswagen reinholen würde. Dann muss ich das Ding jetzt nicht wieder hier rausschieben. So. Handyhalter an die Wanne schrauben. Ja, oder irgendwie an die Seitenwand oder so. Vielleicht sitzt man ja an der Wanne. Eine Wanne ist ja meistens so in der Ecke. Da hat man doch bestimmt die Möglichkeit, das irgendwie an die Wand zu klatschen und dann den Stream weiter zu gucken. Ich fände es gut. Also, Vigo hat schon gute Ideen. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Kannst du auf den Dedi in den Lizard Arbeitskorb drauf? Den würde damit gerne Eichen beschneiden. Aktuell stehe ich bei der Arbeit leider in der Schaufel. Was soll ich mit drauf? Den Lizard? Einmal drehen, Jonas.
Der Katana ist einfach nur geil. Ja, vor allem in dieser, ich muss sagen, in dieser Lackierung finde ich ihn halt sehr schön. Vielleicht erhält Nick das die Offspring Farm. Okay, er dreht ihn mir nicht, dann drehe ich mich jetzt. Am besten auch noch das Handy in der Badewanne laden. Ja, genau. Nimm lieber erstmal den 8er Fendt drauf. Welchen 8er Fendt? Nicht Idee, bei mir Realität. Geil. Handyhalterung an der Badewanne. Ja, aber Möglichkeiten gibt es, ne? So. Wunderbar. MH, falsche Suchbegriffe. Siehst du denn nicht den Dedi Admin Channel? Doch. Aber mein Leben ist nicht Discord. Deswegen, du musst dir so vorstellen, Zucker Bro. Ich habe ungefähr 3000 Freunde auf Discord. Weißt du, wie viele Nachrichten ich habe als DM, die ich nicht mal bis heute gelesen habe, weil ich einfach nicht hinterherkomme? Das ist halt leider so. Ich kann ja nicht alles auf einmal, ne? Ja. Oder das Handy in einem Klo laden. Ja, genau. Jetzt wäre da ein bisschen. Jetzt wäre da ein bisschen unlustig. Wenn ich einen Mod habe auf aktualisieren, Pandora, dann komme ich zu allen Updates. Wie lade ich das Update runter? Eigentlich müsste es dir im Pumps and Hoses angezeigt werden. Dass du das separat auswählen kannst. Das Einzige, was du, wie gesagt, dann machen musst, ist den Key eingeben, der für den LS bei dir zuständig ist. So, ich würde jetzt sagen, ich fahre jetzt mal zu meinen großen Feldern. Vorsicht, Zaun. Aber passt. Okay. So. Willst du das jetzt ernsthaft mit mir ausdiskutieren, Soccer Bro? Du hast mir die Nachricht geschrieben und ich bin direkt auf den Dedi gegangen und hab's gemacht. Wo ist jetzt das Problem? Kenplax hat dann das gleiche nochmal geschrieben und vor allem du hast stille Post mit ihm gemacht. Wir sind noch nicht im Kindergarten. Also wenn du es jetzt so haben willst, der schreibt mir dann, ja, ich soll dir von Zockerbro sagen, du sollst den Server neu starten. Dann habe ich ihm einfach nur geantwortet, warum schreibt ihr mir das nicht selber? Ich bin danach aber sofort auf den Discord, auf den Dedi gegangen und habe ihn neu gestartet, nachdem du mir die Nachricht hast zukommen lassen. Also, Wusa. Was mit Feld 29? Was soll damit sein? Feld 29 gehört nicht uns. Hallo Marc, grüße dich. Jonas, hier auf der Map besitzen wir das Pumps and Hoses. Ah. So, und dann haben wir noch einen Dedi-Server, einen 24-7-Server. Das ist dann... Was steht denn da? Geil! Hier steht eine Palette Mehl. Kann die vielleicht mal einer wegholen? Warum steht hier eine Palette Mehl? Leute, bei Feld 25 steht eine Palette Mehl. Doch, Zockerbro, nachdem du mir geschrieben hast, bin ich direkt an meinem PC, hab mir mal den Link auf mein Handy gezogen mit meinem Admin-Passwort, hab mich eingeloggt und hab direkt auf Neustart geklickt. Such dir vielleicht mal eine Sekretärin. Luke, möchtest du meine Sekretärin sein? Sehr geil. Sehr geil. Das Mehl wächst auf dem Feld. Ach so, und ist der neue Dünger, ne? Gehört das hier eigentlich auch uns? Oh! Ach, ich bin jetzt bei den großen Feldern. 42, 43. Oh oh, ist das überhaupt schon. Ich muss mal kurz gucken, ob das überhaupt schon fertig ist. Tant Aim, wie findest du den LS23? Kann man noch nicht zu viel sagen, weil wir haben ihn noch nicht gespielt. Aber ich werde ihn natürlich ausgiebig für euch testen. Also, das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Es ist erntereif. Ah, ja, okay. Naja, Zorro, ich gehe halt auf den Dedi-Server und sag Neustart. Also, da steht ja Restart. Da klicke ich drauf, dann lädt die Seite neu und dann weiß ich nicht, was dann passiert. Weiß ich natürlich nicht. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das hier noch gar nicht erntereif ist. Das ist es aber trotzdem. Das sieht nämlich so weit runter gemäht aus. Aber es ist laut Anzeige erntereif. MH, Ausrufezeichen mitspielen. Da bekommst du Servername und auch das Passwort, was du benötigst, um hier mitzuzocken.
dein Serverhost, Zucker Road. Darüber, wo ich die DD-Server habe, laufen. Ist ja in dem Fall dein Serverhost. Dedicated Server. Also jetzt hier nicht wundern, hier fliegt halt jetzt der Schlauch rum. Da gibt es leider ein paar technische Schwierigkeiten. Wir kriegen den Schlauch nicht aufgehoben. Wir wissen leider nicht, was da los ist. Anscheinend ist das Pumps and Hoses hier ein bisschen verbuggt. Wir machen unser Bestes draus. Wir versuchen, wir versuchen die Schläuche irgendwie noch wegzubekommen. Muss ich aber mit einem hier mal quatschen, der die Logdatei mal öffnen kann, um sie dann zu entfernen. So, wie haben wir denn hier? Ach, Rohrs fahren ist hier. Oh, okay. Server, du hast halt die Serverübersicht, da wird mir dann angezeigt, wer alles online ist. Und darunter kannst du dann sagen, ob du den Server schließen möchtest oder ihn neu starten willst. So, und ich bin natürlich auf Neustart gegangen. Der ist ein Mod-Hub, Jonas, doch klar, sonst würde ich ja nicht mit Crossfire spielen, ne? Lukas, guten Abend. Weißt du, wann das neue DLC kommt mit den Ballenpressen? Guck dir mal mein Infovideo an, Lukas. Ich glaube, war das nicht jetzt im März? Maurice, guten Abend. Schön, dass du da bist. Willkommen im Livestream. Und wieder 1, 2, ja komm, 3 Abfahrer ist okay. So, ja, wie gesagt, hier buggen jetzt leider 1, 2 Schläuche auf dem Feld herum. Ja, dann starte ich ihn halt nochmal neu. Ich habe ja nur einen Online-Zocker, Bro. Der andere ist ja jetzt eigentlich für die Hexen-Streams, der jetzt momentan nicht läuft. Mein Vati hier letztens mit mir einkaufen gefahren und er sagte auch zu mir, ob ich meinen Führerschein gewonnen habe. Fährst du so schlecht? Hallo Hans, grüß dich, einen wunderschönen guten Abend. Also jetzt bitte nicht in den Chat hier reinschreiben, ey, hier liegt noch ein Schlauch, ihr häckselt den Schlauch kaputt. Die Schläuche sind leider verbuggt und lassen sich nicht mehr aufnehmen. Es tut mir echt leid, es geht leider einfach nicht. Wir kriegen diese 2, 3 Schläuche, die hier liegen, nicht mehr aufgewickelt. Aber gut, ganz ehrlich Leute, passiert ist jetzt so. Wir versuchen, wie gesagt, mal über die Log, muss mal mit einem meiner Moderatoren quatschen, ob das einer machen kann, über die Log das Ganze hier zu entfernen. Ob das dann natürlich geht, wissen wir nicht. Das Problem ist halt, du kannst die Schläuche nur verkaufen, wenn sie aufgewickelt sind. Na, wenn sie aufgewickelt sind und in dieser Holzkonstruktion stehen, erst dann kannst du die verkaufen. Möchte noch einer mitzocken, der noch nicht drauf war? Also wir hätten noch ein Plätzchen frei. Ja, ist es leider auch, Ben. Ist es leider auch. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein Fehler am DLC ist oder ein Fehler auf der Map. Aber bisher habe ich nur... bisher habe ich nur Probleme auf dieser Map. Wir nutzen ja auch nur auf dieser Map das Pumps and Hoses DLC. Naja. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach das Beste draus. Und lassen es erstmal so. Ansonsten muss ich wirklich das DLC einmal entfernen und dann speichern und dann wieder draufnehmen und einfach nochmal kurz die BGA neu bauen. Ja, wäre ärgerlich, weil die BGA ist schon echt geil. Exodus, wenn du das Feld bearbeitest, also neu anlegst, den Teil, wo die Schläuche liegen, dass die weggehen. Wie meinst du das? Das wäre die drastische Maßnahme. Ja, aber das wäre eigentlich mein Worst Case, sage ich es mal so. Also es ist eigentlich das, was ich nicht machen will, ne? Ja, Jonas, du hast schon mitbekommen, dass ich ein Infovideo gemacht habe, oder? Echt, du hast das auch, Kenflux, okay. Ja, sie lassen sich einfach nicht anschließen. Dadurch ist ja erst überhaupt dieses Problem entstanden, dass wir den Schlauch nicht an den Güllezubringer anschließen können. Das war ja unser Problem. PG Steigerbaum, herzlich willkommen. Hallo Daniel, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Leute, vielen Dank für 500 Abos. Das ist sehr geil. Vor knapp einem Monat haben die 50.000 geknackt. Jetzt haben wir schon wieder 500 mehr. Natürlich, Hans. Dafür haben wir den 24/7-Server. Sabine, die Community erklärt dir das. Es ist immer schwierig zu erklären. Du musst eigentlich nur auf die Giant-Seite gehen, oben bei Mods, oben bei DLCs. Und dann kannst du normalerweise dir das Update ziehen, dann kommst du auf so ein Giants-Portal, da kannst du den Key eingeben und dann kommt der Download-Link. Bzw. die Download-Datei. Ja, okay, Kenflux. Hallo Rocket Leech mit Franz, schön, dass du da bist.
Jonas, okay, neue Bilder hab ich noch keine mitbekommen. Hast du schon neue Bilder gesehen? Ja. Moritz, alles gut. Mach das. Viel Spaß. Grüße an die Frau. Daniel, gut. Wie geht's dir? Bin mal gleich gespannt, wie die Silos vor allem aussehen. Das weiß ich nämlich selber gar nicht. So. Schweichiers. Moin. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Ja, Manu, dann, jo, wenn ihr wieder Platz habt, könnt ihr gerne drauf kommen. Ja, und dann steht bei mir, dass es fehlgeschlagen ist. Hast du deinen Key eingegeben? Hallo Nico, grüß dich. Was ist alles seit 2 Monaten passiert? Franz, am besten auf Kanal klicken, dann siehst du ja, was tatsächlich so passiert ist. Wie zum Beispiel Release für den LS 23. Ach so, Exodus, mit dem Grubber über den Teil drüber, wo die Felder sind. Wo die Schläuche liegen. Naja, gut. Wir werden es mal ausprobieren. So, Gabriel, du könntest jetzt rechts neben mir fahren. Warum fährt er jetzt links neben mir? Guck mal, jetzt haben wir doch rechts die Bahn fertig und jetzt fährt er wieder links neben mir. Warum fährst du nicht rechts neben mir? Dafür haben wir doch die Bahn jetzt fertig. Einfach so rechts rüber. Genau. So, wunderbar. So, jetzt kann ich nämlich auch Vollgas geben. Also ich denke mal, das mit dem Feld hier neu anlegen wird nichts bringen, weil der Schlauch ist ja da. Er wird einfach nur nicht darüber registriert, dass er auf die Haspel will, ne? Aber okay, komm. Leute, ist jetzt so, ich kann es nicht ändern. Wir machen das Beste draus. Das Grassilo ist voll. Wie das Gras? Das Grassilo ist doch niemals voll. Wie soll denn schon das Grassilo voll sein, Ingo? Alex Gaming ist leider bei dir. Warum, Georg, warum ist das... Warum leider? Alex Gaming ist leider bei dir. Ist das so? Ist das... Hä? Verstehe ich nicht. Leute, wir haben kein kleines Grassilo. Wir haben 2 Silos auf dem Hof, die gefüllt werden sollen. Wann ist Wechsel, Lukas? Ein paar Minütchen. So, ich habe wieder aus Versehen den Helfer angemacht. Manchmal habe ich die falsche Sache ausgewählt. Das in der Halle, das ist doch kein Silo. Das ist doch einfach nur ein kleiner Bunker, um ein bisschen Gras zwischenzulagern für unsere Schafe. Hallo Yannick, moin, grüße dich. Kannst du die Schläuche nicht verkaufen? Nein, das geht nicht, Hans. Das geht nur, wenn sie aufgewickelt sind. Georg, weiß ich, hat er auch da die Erlaubnis für. Das darf er, Georg. Alex Gaming ist ein Kumpel von mir. Natürlich darf der live gehen. Okay, Exodus. Ich guck's mir mal an. Wir haben bald kein Heu mehr. Ja. Hast du schon probiert, das DLC rauszunehmen, Spielstand zu speichern oder das DLC dann wieder reinzunehmen? Das sollte schon. Ja, dann ist der weg, Daniel. Dann ist aber auch meine BGA weg. Schweichheus. Jeder darf mitspielen. Das ist ja das Problem, Daniel. Das ist ja Worst Case, was ich gerne machen will, weil dann ist alles weg. Die ganze BGA, die wir gebaut haben. Mit der separierten Gülle, die Gärreste. Wir haben, ich glaube, 300.000 oder 400.000 Liter Gärreste da drin. Wenn ich das dann da rauslösche, ja, Pech, genau. Dann hast du eigentlich recht, ne? Hallo, Paul. Schweiß, Ausrufezeichen mitspielen, da bekommst du Servernamen und das Passwort. Bubats mitspielen ist möglich, sehr gerne. Schön, dass du auch mit dabei bist. Sag mal, seid ihr jetzt alle zum Falk rübergegangen oder wo sind meine Zuschauer hier? Unter 200? Was ist los bei euch? Wo sind sie denn alle? So, irgendwas läuft doch hier falsch. So. Für das mit dem Grubbern brauchst du aber den Mod Felderstellung mit Grubbern. Kein Crossplay. Kenn ich gar nicht. Sowas gibt es? Könntest du auch die Gärreste irgendwo zwischenlagen, dann alles neu bauen, wenn Geld vorhanden. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Könnten wir vielleicht auch machen. Heike, grüße dich. Ich schau mal. Ich schau einfach mal.
Wie gesagt, ansonsten wird das DLC einfach mal kurz entfernt, dann ist die BGA zwar weg, und dann packe ich es einfach wieder neu drauf. Ist für dem Update fürs DLC irgendwas neu? Ja, Bugs wurden halt behoben. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie was Neues dazugekommen ist. Gibt bestimmt einen Mod, wo du irgendwas zwischenlagern kannst. Gerest ist ganz schwer, ne? Gerest zwischenlagern. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, ne? Moritzzeit, moin! Könntest du mal eine Folge nochmal mit Maishexen machen, ein oder zwei Stunden? Heike, Maishexen kommt auch wieder, keine Sorge. Weil Maishexen ist bei mir sowieso absolute Lieblingssache. Ich weiß, Franz, ich war... Ach, alles gut, Franz, das ist auch nicht böse gemeint. Wie ich immer sage, ich würde auch für 50 Leute streamen, gar kein Problem. Hallo Nicole, herzlich willkommen. Ist halt Sonntagabend, ne? Ciao, ciao, Stumpler, mach's gut. Paul, grüße dich. Schon das Update von der Ostseekiste gezogen? Jo, hab ich. Sky Levy, grüße dich, dankeschön. Danke, danke. Hallo Heike, einen wunderschönen guten Abend. Ah, guck mal, Gabriel ist auch gleich voll. Schwarz, falsche Suchbegriffe. GPS-Headset hat Bock gemacht. Ja, wobei es lief ja erst ein bisschen falsch, ne? Trissig, drei Stück noch, glaube ich. Drei oder vier? Ja, kann ich mir auch vorstellen, Daniel. Yvonne, willkommen zurück. Schauen wir einfach mal. Wir werden es ausprobieren. So, jetzt bin ich auch voll und ganz dabei. Perfekt, LS-Zocker, herzlich willkommen. Levi, mir geht's gut, wie geht es dir? Ja, das stimmt auch, aber tut gut, wieder mitzogen. Perfekt, Franz, das freut mich. Wenn man der Meinung ist, dass ich unverändert bin, dann freue ich mich natürlich noch mehr darüber. Weil ich will ja eigentlich so immer bleiben, wie ich auch früher schon war, ne? Oder du kaufst eine Mineraldüngerproduktion, da kannst du die Gärse reinmachen und die Mineraldünger teuer verkaufen. Crossplay? Ist das mit Crossplay? Ja, ja, Daniel, alles gut, macht dir keinen Stress. Jonas, war kurz, habe ich verpasst. Nö. War ja zum Glück nicht von den Problemen zu Beginn betroffen, war ja BGA. War ja BGA, hallo, was meinst du? Was war von welchen Problemen nicht von Beginn an? Ist Crossplay, okay, dann müsste ich mal gucken. Eine Produktion für Gärreste. Das klingt natürlich vielversprechend. Gabriel sucht noch den Weg. Mit deinen Streams machst du meinen Tag sowieso cooler. Levi, danke schön. Fan, moin. Grüße dich, schön, dass du da bist. Ach, LS-Zocker, alles gut. Ich bin keiner, der da nachtragen ist oder so. Ist absolut kein Problem. Düngerproduktion für Gerest bringt so viel Geld. Okay, klingt also schon... Jetzt ist der schöne Vorführer kaputt. Klingt also schon danach, dass man damit seine Millionen machen kann. Aber dann auch irgendwie doof, ne? Dann bist du irgendwann... Bist du ganz schnell schwer reich, ne? Ah, es geht! Blueberry Moon, dankeschön fürs Abo. So muss das sein, Leute. Es wäre so schön, wenn die mal so wieder so richtig eskalieren würde, diese Jukebox. Wirklich, Leute, wenn da ein Abo nach 1 reinkommt, immer weiter. Heiko, grüße dich. Kann mir vorstellen, vielleicht bei der Präsentation vom Göwald DLC oder bei der Präsentation zum LS23. Naja, ich würde einfach sagen, Zorro, wir nehmen das DLC raus, machen sie weg und packen das DLC wieder mit rein. Und ich baue die BGA neu. Haben halt keine Gärreste mehr, aber die kommen ja auch schnell wieder zusammen, muss ich sagen. Ich weiß, Maximilian, vielen Dank dafür. Yvonne, danke schön. Heiko, lang ist es her, ne? Dann sind alle Sachen weg. Ja, ich weiß, alle Anbaugeräte, alle Zusatzgeräte, alles aus dem Pumps and Hoses. Wolfgamer im Mai. Mai. War im Mai, ne? Ja, war im Mai. Dankeschön auch für 350 Däumels, Freunde. Der LS23 aber viel mobile Geräte, nicht für PC. Korrekt? Ich habe das nur am Rande mitgekriegt. Guck einfach mal auf meinem Kanal. Gibt es ein wunderschönes Info dazu. Du kannst den Schlauch aus dem Safe-Game löschen. Deswegen sage ich ja, vielleicht gibt es die Möglichkeit noch. Aber ob das wirklich geht, weiß ich halt nicht. Ich kenne mich damit leider nicht so gut aus.
Gibt's da wieder Cross-Wolf-Gamer? Mobile-Game, ne? Nochmal für alle hier. Der LS23 ist kein PC- und Konsolenspiel, ne? Hast du den LS23 schon getestet? Nein, kein Plax. Ich habe genau die gleichen Infos, wie ihr sie jetzt momentan habt. Aber aufgrund des Partnersprogramms und meines Rangs müsste ich es rein theoretisch früher bekommen und nach einem Embargo euch zeigen dürfen. Und das ist mein Ziel. Wie lange streamst du, Leon, weiß ich noch nicht. Also wenn das Göwald-DLC kommt, dann wird auf unserem Server das reine Ballenchaos ausbrechen, weil wir machen immer so 2 Millionen Liter Silomais. Ach so, ja, mit dem Göwald, ne? Maisballen. Unter anderem Zuckerrübenschnitzelballen. Ich glaube, das war richtig ausgesprochen, ne? Waren Zuckerrübenschnitzelballen. Das kann schon echt gut werden, muss ich sagen. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Fürs erste DLC des Season Pass Year 2 ist das schon mal vielversprechend. So, der ganze Season Pass kostet 40 Euro, das DLC 1 glaube ich 8 Euro. Muss ich persönlich sagen, finde ich schon mal sehr ansprechend. Weil man soll ja, wenn man sich alle DLCs einzeln kauft, mehr zahlen müssen als der Season Pass Year 2 an sich kostet. Deswegen kann man sich das ja mal zweimal überlegen. Sehr geil, Jonas, auch geil. Anstatt LS zu spielen, spielt er lieber Rocket League. Ben, ich danke dir. Entschuldigung. Ich muss da mal wenden. Die Rohrsteuerung ist manchmal so für sich, ne? Wer Menschen neuen Piepsprogramm sind jetzt digital statt analog. Endlich ist der vom Jahr 1200 vor Christus weg. Auch geil. Wie kann ich denn Valtra für den LS19 holen? Ich habe keinen Valtra. 500 Euro Schaden? Oh, ich glaube, das waren eher schon 2000, Ben. Du weißt, wie schnell das geht. Manchmal ganz schnell hast du so eine kleine Kitsche irgendwo drin. Das kostet einfach mal 1000 Euro, oder? Pumps und Hose, sehr geil. Ja, Yvonne, muss ich auch sagen, ist ein, also für mich trotzdem sehr schönes DLC. Auch wenn es ein paar Probleme hat, wie zum Beispiel mit den Schläuchen. Ansonsten, ja. Keine Ahnung, kein Plax. Kenne ich beide nicht. Ich habe ein Audio-Technica AT2020. Ist einfach gefühlt wie ein Handy. Ah, das ist natürlich geil. Das ist natürlich schon geil. Das ist also so ein Pieper wie eine Art Handy. Ich freue mich auf meinen PC. In den nächsten Wochen geht es los mit Schreibtisch und an Ostern. Aber dann wird PG gesuchtet, aber nicht mehr zuschauen, sondern mitspielen. Sehr gerne, Jonax. Sehr gerne. Blueberry Moon, Ausrufezeichen, mitspielen. Da bekommst du Servername und Passwort. Ja, Rücken, heute wieder Katastrophe hier. Pascal, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Also ich muss sagen, so ich so einen Submarathon könnte, würde ich niemals schaffen. Würde mein Körper niemals mitmachen. Doch, von deinem letzten Abo-Special. Was von meinem letzten Abo? Ach so! Von meinem letzten. Den aus dem 19er. Den gibt's nicht mehr. Haben wir absolut keinen Heul mehr, Andy? Haben wir auch nichts mehr in der Scheune? Fabian, guten Abend. Haben wir noch 5000? Ach so, ja, könnt ihr machen, Andy. Hallo Fabian, guten Abend. Kommt da? Kann bis jetzt nur bei meinem Bruder viermal im Jahr. Ach so, du zockst momentan bei deinem Bruder mit, noch viermal. Okay. Damit es bei dir noch realistischer wird, einfach Headtracking nutzen. Geht bei mir nicht, kein Platz. Weil ich bin mich so oft hier am Hin und Her bewegen durch den Rücken. Es funktioniert einfach nicht. Ich hatte es eigentlich mal vor, musste mich dann aber einfach aus diesen gesundheitlichen Gründen dagegen entscheiden, weil ich sitze halt hier nicht ruhig auf meinem Stuhl. Ich gehe mal nach vorne, mal zurück, mal links, rechts, mal drücke ich meinen Rücken durch. Das würde beim Headtracking hier total zu Verwirrung führen, weil ich mich dann die ganze Zeit hin und her bewege. Ich denke mal, das macht wenig Sinn, wenn wir das machen würden. Schade, dass hier so wenig los ist. Ich finde es jetzt nicht negativ gesehen irgendwie auf mich bezogen blöd,
Aber es ist trotzdem irgendwie schade. Ich bin halt immer am Überlegen, sonntags, kommst du lieber morgens live oder abends? Ich bin aber ganz ehrlich, Leute, ich lag heute bis 11 Uhr im Bett. Ich hatte absolut keinen Bock aufzustehen, meine Frau auch nicht, wir waren einfach platt. Aber jetzt in Anführungszeichen nur 180 Leute. Ich weiß nicht, woran es liegt. An der Oldstream Farm kann ich mir das nicht vorstellen. Weil wir machen ja jetzt auch hier kein XXL Grashäckseln, sondern es ist ja einfach nur die Oldstream Farm. Ja, Jonas, sag mal so, Headtracking ist schon eine coole Sache auf jeden Fall. Man kann sich halt so nach vorne beugen und dann wird in der Kabine rangezoomt, ne? Die Mods finden es super, dass so wenig los ist. Das ist die falsche Einstellung. Schade, ich kann nämlich den LS19 nicht spielen und wollte den Walter von dir fahren, weil du mein Lieblings-LS-Führer bist. Ja, aber wenn du auch den LS19 nicht spielen kannst. Ach so! Du möchtest im LS22 den Walter aus dem 19er haben. Der wurde einfach nicht umkonfortiert, ne? Das war ja mal eine Sonderedition für ein Maishexel im LS19 als Special. Und der wurde einfach nicht weitergenommen. Friedrich, wir sind gerade auf der Oldstream Farm unterwegs. So, jetzt habe ich hier schon wieder 4 Abfahrer. Bei Rückschwelle hilft bei mir nur noch eine Ibo 400. 400er, ich nehme schon 600er. Ich habe so stolze Schmerzen, ich muss 600er nehmen. Ne, wieso? Schön ruhig, jeder ist brav. Wenn man einen Dummsinn baut, sieht man es direkt. Ich sehe es anders. Weil ich finde, auch bei 400-500 Leuten seid ihr sehr angenehm. Also muss ich sagen, der Chat hat sich wirklich gebessert im Vergleich zu vor 2-3 Jahren. Kann man sich den PG-Tracker noch irgendwo holen? Ne, habe ich ja gerade gesagt, den gibt es so offiziell nicht mehr. Was jetzt bald kommt, ist der Anhänger. Je voller, umso besser für uns Moderatoren. Je voller, umso besser. Wieso umso besser, Norbert? Weil der Daniel sieht so, je leerer, desto besser. Das sehe ich aber eigentlich nicht so. Also für mich jetzt als Streamer. Ja, Ben, lass es dir gesagt sein, man gönnt es keinem, ne? Ja, ich sag mal so, bis 500 Zuschauer ist angenehm, mehr wird kritisch. Ja, ich sag nur 2.500, ne? Ah, es war leider geil, echt, Leute. Preview-Livestream LS22 vor Release durfte ich zocken, hab 2x12 Stunden gespielt, 2.500 Zuschauer. Das war schon echt geil. Yvonne gibt es doch offiziell nicht. Wie läuft's denn? Der Kaweco ist weg, Black Angel. Ich glaube, Zocker Bro wollte den dann doch nicht mehr weitermachen. Wir hatten eine fette Überraschung für euch. Da hat mich der Moritz sehr mit überrascht. Also Beast Farming. Der hat mich da echt... Ich wusste das selber nicht. Er hat seinen LS19 Fliegel ASW 281 wieder mal umgebaut und für den 22er gängig gemacht. Auch hier so, dieser Leo zockt. Ich finde das total unnötig, was der da macht. Warum? Ich muss ihm mal kurz klar machen, was hier Sache ist. So, ich habe mal kurz aus seinem Trecker rausgeholt. Ich finde es einfach unnötig. Warum macht man so einen Quatsch? Dann geh doch lieber irgendwo hin. Und weiß ich nicht. Bau Weizen an oder so. Ja, ist okay, Jonas. Okay, Freiwild, mach's gut. Mach's gut, danke, danke. Ich wünsche auf jeden Fall gute Besserung. So, wenn ich mal in deinen Streams mitspiele, dann halt bei meinem Bruder, weil er bis jetzt nur einen PC hat und er lässt mich halt wenig ran. Ja gut, er will ja selber spielen, ne? Sorry, Bro, du sollst dich nicht aufregen. Ich habe doch nur gesagt, er hat mich selber überrascht. Deswegen, ich wurde gefragt, was denn mit Kaweco ist. Und ich sagte einfach nur, nee, der ist hingelegt geworden. Wir haben jetzt gesagt, wir machen den Fliegel. Der wurde ja im 19er schon echt gefeiert. Der Chat mit ungefähr 100 aktiven Leuten war sehr interessant. Hallo, No Risk. Wieso? Fandest du das gut? Je mehr, desto besser. Da muss richtig Action drin sein. Hallo, Fanfahrer Tom. Grüß dich. Alles klar, Ina. Gute Nacht. Ja. Jonas, du hast deinen Anhänger vergessen. Ja, Kentrax habe ich mitbekommen. Dadurch, ich Fußball bin und ich Torwart bin, ist doof. Achso, Ben, okay. Guten Tag, nice for life. Schön, dass du da bist.
Oh, da kommt ein Nieser. Der kann drin bleiben, ja? Danke. So, wunderbar. Ach, guck mal, jetzt sind wir hier auch gleich schon wieder fertig. Schön. Ich finde, das läuft gut. Ja, es kommt nicht viel bei rum. Wir haben zwar Siliermittel mit drin. Es reicht aber zumindest mal, um wieder die Kühe zu versorgen. Ja, oh, heute ist auch echt verspannt hier, ne? Die Verspannung will auch echt nicht rausgehen. Naja, egal. Muss ich durch. Hallo, Hupalil. Ich freue mich schon auf den LS23. Ja. Im Mai geht's los, ne? Wie gesagt, hoffentlich für mich schon etwas früher. Ich bin aber selbst auch echt überrascht gewesen. War schon echt geil. Was ist jetzt mit dem Rade XCR-Gras? Kann man damit noch rechnen? Ja klar, aber wie gesagt, ein Projekt nach dem anderen. Ich muss ja immer mal gucken, wie wir hier durchkommen. Will auch jetzt wieder ein bisschen mehr ETS machen. Ja. Vielleicht erinnerst du dich noch an Hüchs. Ja, ja, ja. Aus 2020, ja. 15.000 bei dir in die Tür gerannt. Ja, und dann hast du sie hinter dir wieder zugemacht, bist abgehauen. Und jetzt hast du dir gedacht so, ach ja, ich könnte ja mal wieder Klopf-Klopf machen, ne? Ja, ja, ich bemerke das schon. Ist die Heizung in Katana mal wieder ausgefallen? Nein, nein, die ist an. Deswegen steige ich auch nicht aus. Ich glaube, hier kann man übrigens auch die Tür aufmachen, ne? Genau, hier, animierte Tür hat der ja sogar, ne? Hier wieder viel zu viele Abfahrer. Guck mal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Abfahrer. Der Gabriel kriegt das hier alles rein jetzt. Meine Ausredeprüfung. Achso. Achso. Ja, nein. No risk. Ich bin hier sowieso niemals böse. Das ist real life. Ich weiß jetzt schon, dass ich bei dem Rade XXL Grashexen Wildcard einlösen werde. Luke, ja, mach das sehr, sehr gerne. Gar kein Problem. Kommen wir mal wieder ein bisschen Innenansicht. Kriegen wir nämlich den Rest hier auch noch weg. Und dann kann ich nämlich zu den nächsten Feld noch übersetzen. Aber ich glaube, dann werde ich erstmal kurz rüber in die BGA gucken, wie es da überhaupt ausschaut. Also nicht BGA. Was geht ab? Ja, Prost Mahlzeit, der Schweizer ist wieder da. Mal wieder eine kleine Unterstützung von. Oh mein Gott, Lukas, jedes Mal. Jedes Mal haust du mich hier aus den Latschen aus. Ey, Lukas, vielen, vielen Dank. Das ist der Wahnsinn. Das wären jetzt eigentlich 100 Minuten oder 400 Minuten oder ach, was weiß ich. Lukas, es ist der Wahnsinn, was du hier machst. Es ist der absolute Knaller. Ey, Lukas, vielen Dank für deine Hilfe. Oh, meine Frau wird sich schon wieder so freuen. Die wird wieder aus den Latschen kippen. Lukas, Dankeschön für 100 Schweizer Franken. Du bist der absolute Knaller, Leute. Haut mal ein Herzenspam rausfehlen. Das gibt es nicht. Mega. Mega. Vielen, vielen Dank, Lukas. Liebe geht raus, Grüße gehen raus. Hashtag no homo, aber ey. Mega geil von dir, Lukas. Ich weiß nicht, womit ich das von dir oder von euch allgemein verdient habe. Aber ganz, ganz großes Dankeschön geht raus an dich. Mega geil. Dankeschön. Vielen Dank für deine Hilfe. Die wird sich wieder freuen. Das ist der Wahnsinn. Gerade sowas, Lukas. Gerade sowas macht das möglich. Ich freue mich so darüber. Es ist wirklich mega geil. Wenn das bald ein Ende hat. Also wirklich, Dankeschön dafür. Ich hoffe, du bist noch im Chat. Ist wirklich sehr geil. Danke. Ja, auf der Rade erwartet euch eine kleine Überraschung. Der liebe Zockerbro sowie der Kenplex haben die Map ein bisschen umgebaut. Eigens gebaute BGA. Ich habe schon ein paar Bilder gesehen. Sie sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Hallo Leon, grüße dich. Schön, dass du da bist. Also ich muss einmal kurz hier rüberfahren. Kannst du mal abfahren? Ja, Jonas, würde ich jetzt fürs nächste Feld machen. Upsala. Moment. Oh! So. Fürs nächste Feld würde ich jetzt sowieso einen Wechsel machen. Und dann würde ich mich einmal auf den Abfahrer schwingen. Und einmal rüberfahren. So. Na, dass wir auch mal gucken können, wie voll die BGA ist. Nein, also es ist ja keine BGA, es sind unsere Bunker.
unsere Silos, Bunker, nennt sie wie ihr wollt. Alex ist da ja fleißig dran. Natürlich wird er nicht so viel zu tun haben, weil da nicht so viel reinkommt. Aber es ist trotzdem ein bisschen was, ne? Ich kann ihn nur downloaden, aber ich muss den ja updaten. Nein, 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 Sabine. Das ist normalerweise... Nein, nein. Das ist dieser Download, Sabine. Da müsste dann eigentlich die aktuellste Version drin stehen. Ich glaube 1.3.0 ist das. Sag mal, jetzt, das gibt's doch nicht. Jetzt hat der Lukas hier eine fette Donation rausgehauen und ist nicht mehr im Chat da. Mensch, Lukas, ich will doch Danke sagen. Das ist doch... Es ist doch nicht selbstverständlich, was du hier raushaust. Das ist einfach nur krank geil. Wirklich. Also vielen, vielen, vielen Dank. Gabriel, können wir zwei tauschen? Ja, ne? Gabriel wird bestimmt mit mir tauschen. Jo, dann kann ich nämlich mal rüber zum Hof fahren und mir das mal angucken, wie es da ausschaut. Hatte heute mit ein paar anderen aus der THW Jugendabrissparty am Übungsgelände. Irgendwie muss der Schrott... Der Schrott muss weg, ne? Ich fahre noch kurz hier rüber. Hier ist nämlich dann direkt das nächste Feld. So, dann stelle ich den hier an Seite. So. Und dann kann mich mal einer vollhäckseln und ich kann dann mal gucken. 1-2 ist die ältere. Gabriel so, nee, ich tausche nicht. Nein, Jonas, das hier ist Community. Vielleicht bist du interessiert, Autobus-Anhängerführerschein bestand, demnächst kommt dann auch noch der Motorradschein. Ey, no risk, mein Glückwunsch, sehr geil. Ja, cool. Ich will auch mal diesen Schweizer Drucker haben. Ja, das habe ich den Lukas auch schon mal gefragt. Er könnte eigentlich einfach mal ein paar Scheine für mich mitdrucken, oder? Das dürfte doch eigentlich gar kein Problem sein. Oder, Leute, vertue ich mich gerade, aber ich meinte, die neueste Version ist doch die 1.3, oder? So, wunderbar. Ah, Norbert, sehr schön. Norbert gerade auf den Server gekommen. Schwingt sich direkt mal rein in den Häcksler und haut hier das Gras jetzt weg. Wunderbar. Wie gesagt, ich fahre dann rüber zum Hof und schaue mir das Ganze mal an. Vielen Dank für 510 Abos. Fanfahrer Tom, mach mal einfach mal Ausrufezeichen Spendenziel. Da bekommst du dann alle Infos. Es geht nur um mein privates Anliegen für meine Frau. Da hoffe ich einfach aufgrund meiner Reichweite auf eure Unterstützung. Es ist keinerlei Verpflichtung dahinter. Ihr müsst euch also nicht schuldig fühlen, wenn ihr nicht helfen könnt. Es ist nach wie vor eine absolut freiwillige Sache. Hey, sehr geil, Luke. Hat bestimmt Laune gemacht, ne? Jonas, musst du mal gucken, ob noch irgendwo was existiert. So, jetzt weiß ich nicht, wie er fährt, Norbert. Ich richte mich nach dir. Häckselfahrer gibt den Weg vor. Ich denke mal, er wird erstmal ein Vorgewende machen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja. Alles klar, Jonas, kein Problem. Platinum Expansion 1.3. Dankeschön, Martin. Hatte ich also doch richtig im Kopf. Aktuellste Version ist die 1.3. Okay, Dankeschön für die Info. Naja, hatte ich ja dann doch richtig im Kopf. Also Norbert, der macht das schön. Der fährt so ein bisschen in die Ecken rein und setzt dann einmal neu an. Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr gut. Doch, doch, so soll das eigentlich auch sein. Sehr schön. Also diese Farbe von diesem Fan Katana, der ist so geil. Ich glaube, den werde ich echt kaufen, wenn man genug Geld hat. Ich glaube, der kostet irgendwas um die 350.000 Euro. Ich glaube, den werde ich mir dann echt hier für den Hof kaufen, dass wir den auch dauerhaft haben. Momentan ist er halt nur gemietet als Vorführer. Wir hatten ja schon mal einen Class Jaguar. Da finde ich den Fan Katana ein bisschen besser. Ah, Pumps and Hoses ist 1.2. Ja gut, Sabine, dann mach 1.2. Was war denn 1.3? Wo hatte ich... Ah, das war Platinum, ne? Ich glaube, Platinum ist 1.3. Kann das sein? So war das doch. Platinum. Also du musst eigentlich ja nur Platinum 1.3. Ja, genau. Platinum war 1.3. Klasse, ist ja echt, Finzen. Also, Finzen, wenn du die Auswahl hättest zwischen Klaas oder Fendt, würdest du einen Klaas-Häcksler holen, ne? Übrigens riesige Glückwünsche, 20.000 noch mitbekommen und nun schon bei 50.000. Ich hatte deine Reaktion letztens noch angeguckt. Hammer, oder? Norris, ganz ehrlich, als ich hier 2016 angefangen habe, hätte ich niemals gedacht, dass ich überhaupt mal so weit komme. Also nie und nimmer mitgerechnet.
dass das wirklich mal so eskaliert, hätte ich niemals gedacht. 1,3 ist auch Pumps in Hose. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube aber 1,3. Ja, du brauchst eigentlich nur die neueste Version, ne? Natürlich kommst du immer darauf an, welches DLC du auch hast, ne? Wo ist das ganze Gülle-Equipment hin? Giant Manu verbuggt. Wann kommen die 100.000? Also wenn es so weitergeht, kann ich mir vorstellen, dass sie die vielleicht so in 3 Jahren haben könnten. Aber ich muss auch echt sagen, ich habe 2016 mit YouTube angefangen. Ich hätte nicht mal gedacht, dass wir überhaupt auf 50.000 kommen. Das ist schon ein krass großes Ziel. Ab März darf man ja mit dem B-Schein nicht mehr 3,5, sondern 4,2 Tonnen fahren dürfen. Wir haben überlegt, uns einen T5 zu holen, weil unser VW Crafter über 3,5 Tonnen wiegt. Ich glaube, jetzt fällt es weg. Ist das schon beschlossen, Dan? Ich hatte auch was mitbekommen, dass man mit einem PKW-Führerschein bald 4,2 Tonnen fahren darf. Bester Stream der Welt. Ben, übertreib's nicht. Dankeschön, Ben. Schön, dass es dir gefällt. Das freut mich natürlich sehr. Jetzt schön Hobelik hier. Na gut, Feldrand, ne? Ey, ist das... Okay, ich hatte es noch einmal am Rande mitbekommen. Mir ehrlich gesagt, ja, ich achte da nicht so drauf. Ich darf ja eh unbegrenzt fahren. Mich kannst du ja auf alles setzen. Nur nicht auf einen Bus oder ein Motorrad. Das darf ich nicht fahren. Bus, weil ich keinen Begleitschein... Da musst du, glaube ich, so ein Trans... Wie heißt das? Personenbegleitschein machen, ne? Mach ich, Kenplax, mach ich. Laut meinem Fahrlehrer ist das in Schleswig-Holstein in der Runde, aber sehr wahrscheinlich erst ab 2024 gültig. Ja, haben wir ja schon bald, ne? Guck mal, überleg mal. Februar ist auch schon fast rum. Guck mal, wie krass das... Wie schnell das geht, Leute. Hast du das mit dem Bob bekommen? Ja, ja, Luke, ich lese alles, keine Sorge. Ich lese alles. Moin, Paddy, grüße dich. Ich lese alles, nur nicht alles laut vor. Sag mal, ist jetzt Lukas im Chat da? Lukas, der mit dem Schweizer Drucker, bist du da? Personenbeförderungsschein, dankeschön. So hieß das. Dafür, das brauchst du ja, um einen Bus zu fahren, ne? Sonst darfst du, glaube ich, nur mit 7 Personen, glaube ich, ne? Majos, grüße dich. Genau, Bus darf... Man darf ja rein theoretisch fahren, aber irgendwie nur mit 7 Personen, ne? Ich weiß es nicht genau. Hobbygamer, moin. Ja, oder 8. 8. Okay, waren es sogar 8. Nee, das ist ja nur Risk. Das ist ja das Problem. Es ändert sich ja ständig irgendwas. Es ist genau das, wie was für Vorschriften man bei Corona und so zum Beispiel einhalten musste. Das hat sich ja ständig geändert. Du kamst ja gar nicht mehr hinterher, ne? Gamer Pro, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du musst dich eigentlich auf jeden Tag aufs Neue neu belesen, ne? Ich denke mal, bei dir, Daniel, bezahlt die Feuerwehr, kann ich mir vorstellen, ne? Ich mache schon mal Rundumleuchten an. Ich bin nämlich bei 91%. Ab 90 mache ich gerne Rundumleuchten an. Einfach Bescheid weiß. So, gleich muss ein anderer hier übernehmen. Ich denke mal, eine Bahn schaffen wir noch. Und dann geht's mal rüber zum Hof und dann schaue ich mal, wie gut unser BGA-Profi hier dran ist. Der liebe Alex Gaming ist nämlich heute wieder auf unserem Hof. Hallo Philipp, grüße dich. Schön, dass du da bist. Willkommen im Livestream. Ich bin jetzt schon extra ein bisschen weiter weg, damit Gabriel direkt neben mir fahren kann. Und das jetzt hier gleich, ne, seht ihr selbst, hier so schön übernehmen kann. Wenn ich jetzt gleich hier voll bin, wird er automatisch nach hinten übergehen. Zack. So muss das. Perfekt. So, Erika, moinsen, grüße dich. In unserer Schulzeit, anfangen 23, wieder Maskenpflicht, aber überall anders nicht. Echt? Ja gut, ich glaube, die Schule darf es ja selbst entscheiden, ne? Ich würde dir gerne spenden, aber ich darf nicht, aber ich wünsche deiner Frau viel Glück. Das danke ich dir, Black Angel. Reicht auch schon. Ihr müsst es nicht. Hoffe, bei mir bezahlt in 3 Jahren den LKW-Lappen. Ja, muss ich noch mit dem Kommandanten drüber quatschen. Man darf in einem Jahr halt nur eine bestimmte Anzahl ausbilden und es voll bezahlt wird. Achso, ach, die haben so eine Vorgabe. Julian, grüße dich. 18.000 für Bus- und Beförderungsschein. Person 18.000. Plus. Ja. Ich weiß, dass LKW-Führerschein halt sehr teuer geworden sind, ne? Hallo Maurice. Ich weiß, dass die Führerscheine allgemein sehr teuer geworden sind. Ja. Das ist leider so. Aber, ja. Da mäße nix, ne? Das musst du leider, oder allgemein müssen wir das alle so hinnehmen, wie es ist, ne? Luis, grüße dich. Es ist leider so. Wir können es nicht ändern.
Es ist alles allgemein sehr teuer geworden. Ich glaube, so ein Führerschein-LKW, ganz großer, kostet 15.000 Euro aufwärts mittlerweile. Das tut schon weh, auf jeden Fall. Ne? Also ich glaube, da überlegt man sich auch zweimal, ob man sich das wirklich, also ob sich das wirklich lohnt, so mehr als 15.000 Euro auszugeben. Ne? Gut, man muss leider dazu sagen, wer darauf angewiesen ist, zum Beispiel um seinen Job, den man sich über die, zum Beispiel Fernfahrer so auszuüben, ist das schon viel Aufwand. Vor allem als Fernfahrer musst du ja noch die Zusatzmodule machen. Das kommt ja auch noch dazu. Da musst du musst halt Module, ne? Erledigen. Spritpreise sind auch unchristlich. Das ist auch gut. Ich bin sogar günstig weggekommen. In meiner Fahrschule habe ich 45 Euro für 45 Minuten bezahlt. In Lübeck war das für 45 Minuten 109,50 Euro. Das ist ja schnell mal mehr als 100%. Können wir Feld 4 kaufen? Ist nah am Hof und hat Storablage drauf. Feld 4. Einen Moment. Ich schau mal kurz, Andy. Feld 4. Das ist aber abgeerntet, das ist dir klar, ne? Feld 4 ist abgeerntet. Was brauchst du denn? Ach, du brauchst unbedingt Strohablage. Ja, aber wie sieht's denn hier 22, 25? Sind die noch nicht fertig? Moment, ich muss hier kurz mal laden. Oh, 25 ist gar nicht angebaut. 45 ist auch noch nicht fertig angebaut. Das ist aber nicht gut. Jai Manu, wir müssen da mal gucken, wie viel wir jetzt erstmal in unseren Hauptruf reinbringen. Wenn du möchtest, kann ich dir einen Traktor, einen Hexer und Drescher mit einem Logo drauf modden. Brauchst du nicht, Black Angel? Haben wir. Ist ein Teil des 50k Special. Ich glaube, wir haben da echt was Gutes gemacht beim Falk. Der ist jetzt bei 7,5 Stunden. Okay, Martin, aus dem Savegame löschen. Aber wie? Aber wie? Ich weiß es leider nicht. Ich kenne mich da echt nicht so gut mit aus. Vom letzten Mal, meine Freundin hat sich nicht genannt. Julian, ja, Gott sei Dank. Finde es geil, dass ich durch deine Community einen neuen Freund zum Zocken gefunden habe. Ah, ich habe wieder was Gutes getan hier. Habe ich wieder was Gutes getan? Falk ist, denke ich, glücklich. Ja, ein bisschen. Nils, guten Abend. Grüße dich. Ich glaube, Falk ist glücklich, ja. Dem haben wir was Gutes getan. Man kann aber auch nicht immer nur nehmen, man muss wirklich auch mal geben, Leute. Das ist meine Einstellung. Ja, ich würde dem Lukas und dem Alex, den gebe ich ja auch schon, Alex, ne, auf Ewigkeit immer wieder Wildcards. Dem Lukas würde ich auch gerne was geben, der Sascha, der hat Wildcards. Andy, wie gesagt, Feld 4 ist nicht angebaut, ich habe es doch gerade angesprochen. Feld 4 ist abgeerntet, deswegen frage ich ja, was willst du denn da kaufen? Ach, guck mal, hier stehen unsere zwei Tiefenlockerer. Oh, da darf aber keiner aus Versehen das Tor zumachen, dann sind die Dinger weg. Außersehen das Tor hier zumacht, dann bleibt er aber gut daran hängen. Ich spiele mit Lenkrad, Luis, ja. G29 habe ich. So, nicht wieder hier meine Hühner plattfahren. Alter, die hier auch einfach so rumgackern, ne? Sie überleben. Es hat aber Stroh drauf. Hä? Ach so. Ja, okay. Wenn das bleibt, was haben wir denn da? 90.000 Euro. Ja, ist okay. Jetzt musst du nur hoffen, dass es auch geblieben ist. Ist es drauf geblieben? Ja. Dann könnt ihr ja loslegen. So. Hallo Arian, grüß dich. Ist kein Problem, Black Angel. Ich muss um 4:45 aufstehen. Martin, am besten auf dem Discord. Schreib's nicht mal per PN an. Mir geht der Stream, Nils, schauen wir mal. So, schon mal schönen Grüße von meiner Freundin, schaut dich auch gerne. Sie heißt Luna, Grüße gehen raus. Gut, genug gelernt, ich geh duschen. Da war aber jetzt schnell.
Du müsstest den Eintrag des Schläuches im Safegame-Ordner unter der Vehicles XML löschen. Ach du heiliger Bimba. Du armer, wieso? Black Angel, ich hab's mir so ausgesucht. So, hallo Alex. Er wartet hier schon. Hä? Hier ist doch gar nichts drin. Hä? Haben wir hier schon was reingefahren? Das sieht so. Das sieht so unverändert aus. Wäre das nicht eine gute Idee, sowas wie einen Tante-Emma-Laden als Mod dazu zu nehmen? Dann könnten wir den bauen und dort die Milch verkaufen. Wolfinso, das wäre eigentlich sogar eine sehr gute Idee. Gibt es sowas denn als Mod? Crossplay, denkt dran. Auch für Konsole. Okay, Black Angel wünsche dir viel Spaß morgen. Der Alex, der schiebt Langeweile hier. Ne? Der Fan übrigens auch nur gemietet. Einfach nur für das Hexen hier. Ich glaube, die haben gerade fälschlicherweise an der BGA abgeladen. Dann muss ich aber gleich mal gucken. Ne, Moment. Kann nicht sein, weil in der BGA ist sowas noch drin. Ja, gibt es haufenweise im Mod-Hub. Okay. Selbstvermarktung. Okay, ja, das wäre vielleicht eine gute Idee, weil wir haben das Problem. Durch unsere Produktionsstätte können wir unseren Milchviehbetrieb nicht wirklich fortsetzen, weil wir halt die Milch nicht loswerden. BGA ist leer, okay. Na, das ist so ein kleines Problem, was wir hier haben. Vorsicht, sonst bleibe ich oben hängen. Ich kann euch das auch kurz zeigen. Wir haben einfach das Problem. Da vorne liegt übrigens, hallo Lukas, Mist. Wir haben hier das Problem, dass wir die Produktion natürlich laufen haben, und zwar die Molkerei. Die Molkerei nimmt aber die Milch an. Und zwar nur die Molkerei. Und das ist jetzt unser Problem. Molkerei und Bäckerei. Und wir werden es nicht los. Weil Bäckerei ist voll. Molkerei ist voll. Man kann leider... man kann es leider nicht separat jetzt verkaufen. Weil unser Problem ist hier. 48.000 Liter Milch. 33.000 Liter Milch. Voll übrigens. 33.000 Liter Milch, fast voll. Das ist das Problem, was wir haben. Um 3 Uhr, Thorsten. Ach, das ist ja noch spät. Das ist unser Problem, was wir haben. Ne, versorgt sind die echt toll. Alle hier Mischrationen. Außer hier. Hier sind leider 60.000 Liter Gras drin, anstatt einfach gar keine Mischration. Lukas, gut, wie geht's dir? Es gibt doch bestimmt noch Mods für einen Milchspeicher. Wäre auch eine Möglichkeit, aber wir kriegen es niemals los, no risk. Bei über 400 Kühe werden wir halt niemals... Was geht denn jetzt ab hier? Metz! Ey, Metz, dankeschön. Mega. Mit Ansprache, danke. Damit es deiner Frau schnell besser geht. Vielen Dank, Metz. Liebe geht raus. Vielen Dank. No homo, aber dankeschön. Für deine Hilfe, sogar inklusive Textnachricht, das ist wirklich für meine Frau. Dankeschön dafür. Wie gesagt, ich möchte es auch gerne nochmal ansprechen. Ihr müsst ja auch nicht unbedingt eine Donation da lassen. Ihr könnt euch auch einen Vorteil sichern und holt euch eine Kanalmitgliedschaft. Denn auch das Geld gebe ich meiner Frau. Ich war jetzt eine Stunde am Mischen, vorher war alles bei null. Hast du gut gemacht, Andy, perfekt. Ha. Ja, wir müssen die auf jeden Fall loswerden. Ich schaue mir das mal an. Ich schaue mir das mal im Mod-Hub an. Metz, dankeschön dafür, Leute. Haut mein Herzenspam für ihn raus. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Hilfe. So, danach fällt 48, ne? Es gibt einen Mod, dass die Produktion mehr verbraucht. Ne, ich würde einfach so einen Tante-Emma-Laden noch dazu holen. Finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Hallo Simon, grüße dich. Finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, noch so einen Tante-Emma-Laden dazu zu holen, wo wir einfach so noch so Einzelprodukte verkaufen können. Nein, Manu, hier oben ist noch genug Platz. Hier oben ist noch mehr als genug Platz. Deswegen, da müssen wir momentan nichts machen. Mega geil, Mats. Vielen, vielen Dank. Grüße natürlich auch direkt von meiner Frau an dich. So. Oder ein Hofladen. Ja, Hofladen, Tante-Emma-Laden. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich würde es jetzt mal auf einen Tante-Emma-Laden rauslaufen lassen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Lenny, schauen wir mal. Weiß ich noch nicht genau. Ja, Gabriel. Oh, Gabriel quetscht sich da echt rein.
Hat aber geklappt, okay. Ina, ein ich glaube, heißt der Splitter? So, ich fahre mal wieder zurück, hoch zum großen Feld jetzt vor allem. Die Krankheit deiner Frau kann ich mir grottig vorstellen. Ich habe ein bisschen Wissen und weiß, eine Fettstoffwechselerkrankung kann sehr schlimm sein, besonders wenn die Leber verfettet. Ja, das Problem bei ihr ist halt dauerhaft Schmerzen. Und ich musste lange mit ihr kämpfen, um meinen Kanal dafür zu nutzen und vielleicht eine Unterstützung zu bekommen, eben weil die Krankenkasse keinen lausigen Cent bezahlt. Das ist halt dieses Problem daran, was mich wirklich ärgert. Wir haben ein Jahr lang dafür gekämpft und die haben gesagt, nein, es ist angeblich nicht schlimm genug. Ich habe dann einfach nur gesagt, gut, die Beine müssen erst abfallen, dann wird bezahlt. Ja, aber wenn du jemanden da sitzen hast, die dauerhaft über Schmerzen klagt, dann musst du was dagegen tun. So, ich bin momentan alles am Sparen, was ich irgendwie habe. Ja, ich kaufe mir halt in der Woche dann ein Brötchen weniger. Und dann klappt das schon irgendwie. Und natürlich vielen Dank an all die, die hier unterstützen und helfen. So, warum ist der Jonas mir jetzt hinten reingeknallt? Jonas, mach mal keinen Stress da hinten. Ich bin am Quatschen hier. Kenplax, mir, ja. Ach, das ist Luna. Ja, hallo, hallo. Die Freundin vom Kenplax, sehr geil. Seht ihr, das ist Support, Freunde. Ne? Also wenn die Freundin neben euch sitzt, einfach mal meinen Kanal empfehlen und sagen, hier, abonnier doch mal. Genauso wie hier Nordsaarlandplay. Dankeschön dafür. Joe Neu, grüße dich. Ja, Luna, es geht so. Ja, Rücken, Nacken, aber ansonsten alles unverändert, kann man sagen. So, ich bin auf dem Weg zum großen Feld. Wir haben hier noch ein schönes großes Grasfeld jetzt. Da müssten die jetzt eigentlich auch schon auf dem Weg hin sein. Hallo Nils, ich gucke deine LS-Streams so gerne. Ich würde es richtig feiern, wenn ich mit dir auch mal privat LS mit Livestream spielen könnte, auf der Bantico oder auf einer anderen Map. Nicht privat, Nils, du kannst in den Streams mitspielen. Privat spiele ich nicht. Hallo Kirschner AD, herzlich willkommen. Bei mir ist das Spiel gestern abgeschätzt, weil in den Kuhstellen zu viel Milch war. Oh, okay, Ben. Das ist uns noch nicht passiert. Auch hier, guck, der nächste Schlauch verbuggt. Ablenkung im Straßenverkehr durch Gespräche, Vorbildsfunktion. Ja, kennt ihr das? Automatische Reaktion. Ihr könnt mir nicht sagen, dass er das nicht macht. Wer von euch dreht das Radio leiser, um besser sehen zu können? Könntest du ein Güllefass kaufen, dann kann ich Gärreste ausbringen. Ein Güllefass? Ein Güllefass? Haben wir noch zwei? So, Moment. Wo bin ich eigentlich? 40, ne? So, 45. Der Postbote, moin. Nee, da muss ich gar nicht hin, oder? Doch. Die fahren doch jetzt zu 48, ne? Dann müsste ich doch von hier eigentlich auch dahin kommen. Norbert kann den Anhänger nicht anhängen. Warum das denn nicht? Ja, ja! Nur ist es doch wirklich so. Ihr macht automatisch das Radio leiser, wenn ihr irgendwo einparken wollt oder so, weil man dann ja angeblich besser sehen kann, ne? So, ich bin angekommen. Was? Ringstratzbolzer, dankeschön. Das sind doch Zubringer. Ach so, du möchtest hier den, der das so rausschmeißt, haben, ne? Das sind Zubringer, ja. Ach schön, das hatten wir auch beim letzten Mal besprochen, ne? Und wir waren uns einfach noch nicht sicher. Welche? Ach so, so war das, genau. Wir waren uns, der Postbote ist auch gut. Ich mach's lauter, damit man nicht hört, dass ich irgendwo gegenknalle. Kann ich den holen? Dafür haben wir schon den IT-Runner. Beziehungsweise ist der Trend-Tank. Ich hol den, okay? Dann holst du dir jetzt einfach irgendwo so einen Absetzer. Wir haben da ja zwei laufen. Ich pack dir auch 21.000. Warte mal, ich muss kurz gucken. Habe ich die großen oder die kleinen? Nee, Moment, da darf ich jetzt keinen Fehler machen. Wo sind die Anhänger? Wo sind die Anhänger? Da. Haben wir die kleinen oder haben wir die großen? 35 Kubik haben wir.
Ich muss kurz gucken. Das sind, glaube ich, aber die Kleinen. Ja, das sind die Kleinen. Okay. Bei mir geht das automatisch wegen dem Pieper. Stimmt, gibt es ja auch. Wenn ihr rückwärts irgendwo dran fahrt und PDC habt, dann geht automatisch das Radio leiser. Könnt ihr ja einstellen. Muss nicht, aber es geht. So, ich muss leider das Kleine holen, weil das ist für den Großen. Das haben wir leider nicht. Ich hole dir das hier. Dunkles Logo. Oh. Wir haben grün, ne? Das ist hinten da, ne? Das ist da, glaube ich, die Motorpumpe, ne? Ja, so. Mein Bruder hat da rückwärts dann trotz Pieper eine Steinwand mitgenommen. Man sollte sich niemals darauf verlassen. So, ah, da sind sie. Norbert, hat doch geklappt, ne? Sehr gut. Hat doch geklappt. So. Luna hat ja mal gesagt, dass sie niemanden auf YouTube abonnieren will, aber dann habe ich ihr deinen Kanal gezeigt. Sie hat sofort mitgevibed. Unser Kind irgendwann, wenn das Handy hat, erstmal Bildschocker abonnieren. Ah, Kenplax, bist du schon so weit? Fiete, du kannst doch neben ihm fahren. Fiete, fahr doch neben ihm. Du musst doch nicht hinter ihm fahren. Fahr doch. Fahr ruhig neben ihm. Ist doch nicht schlimm. Genau, einfach neben ihm fahren. Häckselt er überhaupt rein? Ja, er häckselt rein, okay. Du fährst das Gras ja nicht kaputt, Fiete, deswegen ist das vollkommen in Ordnung. Ach, ihr seid schon 20? Ach so. Entschuldigung, ich wusste jetzt nicht, wie alt ihr seid. Alles gut, natürlich. Denkt an die biologische Uhr, ne? Es geht manchmal schneller, als man sich erhofft. Was ist hier passiert? Ah, ja, man scheint irgendwie mal Gras gemäht und liegen gelassen. Auch gut. Aber hier kommt jetzt auf jeden Fall nochmal gut was zusammen. Deine Maus finde ich aber wundervoll. G502. Woher weißt du das jetzt? Woher weißt du das denn jetzt schon wieder? Wie weit ist er überhaupt, der Leo? Ne, der Fiete. Ach, da ist er ein bisschen, okay. Ich habe Ohren. Ach so. Das haben wir doch in irgendeinem Livestreamer gesagt. Da warst du doch gar nicht da. Hallo Würmchen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Das hat man in irgendeinem Livestream erzählt, aber da warst du doch gar nicht. Außer, du bist so ein, Entschuldigung, du bist so ein stiller Zuschauer. Weil man immer denkt so, der ist nicht da, aber im Chat ist er dann doch da. Falls du dich fragst, warum ich mit 20 noch in die Schule gehen muss, musst du mehrmals wiederholen. Kenplax, alles gut. Ich persönlich würde sowieso niemanden daran diskriminieren, nur weil er noch mit 20 in der Schule hängt. Vollkommen in Ordnung. Mein Bruder hat sich letztens die G502 kabellos gekauft. Okay, ja, kabellos, da tue ich mich ein bisschen schwer mit, muss ich ganz ehrlich sein. Das ist so ein bisschen... Du musst immer darauf achten, dass du Batterien zu Hause hast und sowas. Nee. Deswegen, da lasse ich lieber die Finger von und hole mir, auch wenn es halt doof ist, weil du halt wirklich hier dann Kabel über den Tisch liegen hast. Aber wenn du gutes Kabelmanagement hast, dann ist das gar nicht so schlimm, ne? Hallo Markus, moin, wie geht's gut, wie geht's dir? So ist es nämlich bei mir momentan. Ich habe zwar hier Kabel vom Stream Deck, von der Tastatur, vom Maus, vom Lenkrad, vom Shifter, aber ich habe ein gutes Kabelmanagement. Da habe ich mir halt Mühe gegeben und dass das hier auch ordentlich liegt. So, also von daher habe ich absolut keine Probleme. Wie gesagt, aber ich kenne es. Andere sagen sich dann so, nee, das gefällt mir gar nicht. Ich brauche kabellos. Aber wie gesagt, dann muss halt immer darauf an, dass du Batterien hast, ne? Ah ja, Luna, der wird dich bestimmt lassen. Norbert muss auf. Kann bitte einer den Häcksler übernehmen? Hallo Lutz, grüße dich. Ich habe letztens Lenkrad gekauft. Würmchen, welches, wenn ich fragen darf?
wenn es um Schule geht. Ich habe mich fürs berufliche Gymnasium angemeldet und werde bis in die 13. Klasse gehen. Ich war bis 21 in der Schule. 13. Klasse ist aber dann, 13. Klasse ist aber doch dann Abi, oder? Agrar Allgäu, herzlich willkommen. Woher hast du das Overlay? Meinst du hier die Anzeigen da oben? Kümark, grüße dich. Moin, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ah, für PS4-Würmchen. Okay, sehr geil. Abitur, allgemeine Fachhochschulreife. Ein sehr schlaues Bürschchen hier. Ich bin jetzt aber auch 11. Klasse, okay. Also ich hab noch 10. Ganz normalen Abschluss. Okay, Allgäu selbst gebaut. Habe ich mit einem Moderator von mir zusammengebaut. Hat ungefähr... Boah, wie lange haben wir da? 3 Wochen in Angriff genommen. Hallo MB, lange ist mir gut. Wie geht es deiner Frau? Den Umständen entsprechend, sage ich momentan. Wie geht es dir? So, ich sehe schon, Fiete ist gleich voll, wunderbar. Ah, ich habe auch schon 290 Liter drin, das ist auch gut. Er ist halt Grashexe, ne? Da kommt nicht so die Masse. Alex, ich denke mal 21 Uhr. Länger werde ich nicht schaffen. Vorsicht! Boah! Der kleine Pichoko hat ab 21.30 Uhr Bettruhe, nee. Allgäu, nein, ist meins. Wie gesagt, es ist selbst gebaut. Ich wollte halt ein individuelles Overlay haben, was halt nicht jeder hat. Was? Geh ab, Stefan, du bist der Wahnsinn. Du bist der Wahnsinn. Ciao, Lego, mach's gut. Stefan, du bist der Wahnsinn. Du bist der absolute Wahnsinn. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Dankeschön dafür. Meinem Hund geht's gut, dankeschön. Stolli, Ausrufezeichen, Spendenziel. Nein, also ich schaffe... 21 Uhr sind 3 Stunden. Leute, haut mein Herzensbam von Stefan raus. Vielen, vielen, vielen Dank, Stefan, für deinen Support. Gabriel, fahr mal hinter mir. Dankeschön. Ja, deswegen, also, ich versuche 3 Stunden immer voll zu machen. Aber länger schaffe ich leider im Regelfall momentan nicht. Es tut mir auch echt leid, wenn das so ist, Freunde. Ich versuche mein Bestes. Aber irgendwo ist halt einfach mal meine Grenze erreicht, weil meine Gesundheit ist mir natürlich auch wichtig, ne? Ich, Allgäu, ewige 29. Ist der Fiete voll? Anscheinend ja. Nee, doch noch nicht. Weil er gerade so weit ausgeholt hat, hätte ich gesagt, er wäre voll. Welche Map? Allstream Farm. Wir zocken unsere Allstream Farm. Das ist unsere Map, das ist unser Projekt mit dem Pumps and Hoses DLC. Eins der besten DLCs für den LS22, muss ich sagen. Macht mega viel Spaß damit zu spielen. Ich bin ja jetzt auch ewige 29. Endlich, Alex, hast es mal in mein Alter geschafft. So ist das gut. Na, die ganzen jungen Spunde hier. So, jetzt ist Fiete voll, ne? Ne, immer noch nicht. Doch, jetzt ist er voll. Ne, immer noch nicht. Er ist immer noch nicht voll. Was möchtest du wo bestellen, Ina? Ciao, Ben, mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass du mit dabei warst. Also es ist krass, auch wenn hier nicht die Massen an Zuschauer hängen, was ihr hier an Support rüberhaut, es ist egal, ob es ein Like, ein Abo oder sogar eine Donation ist, ist das schon sehr geil. Also wirklich, vielen, vielen, vielen Dank. Kann man mit einem Game-PC RTX 3070 mitmachen? Allgäu, ich glaube, das kannst du dir doch selbst beantworten, oder? Oh, Fiete ist voll. Ja, ja, Moment. Bin unterwegs. So, oder? Allgäu, weil wenn du schon so schreibst, du weißt doch genau, dass die RTX 3070 perfekt für den LS ist. Also, warum solltest du da nicht mitspielen können? Jeder, der LS 22 spielen kann, kann doch auch automatisch im Multiplayer mitspielen. Wer ist der Server? CRH Ausrufezeichen mitspielen. Yannick und ich. Ah, Kenplex heißt Yannick. Oh,
Kein Plax, die verrät ja auch alles hier. Wir haben uns ja auf einer Achterbahn kennengelernt. Das ist eine komische Story, aber irgendwie geil. Auf der Achterbahn. Ich kann mir das ja richtig vorstellen. So Achterbahn, keine Ahnung, in welchem Park. Allgäu, Spiel ist nicht voll. Nein, kannst gerne joinen. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Sitzen in der Achterbahn nebeneinander. Ja, Kenplak schon kurz vorm Übergeben, weil die Achterbahn so hammerhart war. Und sie fand das so sexy. Hat sie gedacht, so, boah, das wird mein neuer Freund hier. Entschuldigung, ich bin mal schon ein bisschen bescheuert. Hallo Andreas, grüße dich. Moin. Die Anzeige kommt gleich. Vielen Dank für deine Mitgliedschaft. Willkommen bei den Giottos. Weißt du, was mal geil wäre? Was denn? Das wünsche ich dir auch. Also Gabriel, ich wünsche dir keinen schönen Stream, aber ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Nicht wundern, Andreas, diese Anzeigen über Superchat und Kanalmitgliedschaft, die dauert immer ein bisschen. Weil Tipi-Stream das erst abfangen muss und dann, da ist es. Dann kommt's. Andreas, Dankeschön. Herzlich willkommen bei den Giottos. Dankeschön für deinen Support. Ja, Freunde, macht es wie Andreas. 99 Cent im Monat. Mehr ist das nicht. 99 Cent ist die kleinste Stufe, Praktikant. Da bekommt ihr schon den Discord-Rang. Für 99 Cent im Monat könnt ihr mich unterstützen. Wie gesagt, momentan nicht mich, sondern meine Frau. Eine Map, die ist so schnell, dass die Anhänger fast umkippen. Da kannst du auch einen Reha-Mod mit reinnehmen. Ist zwar dann nicht mehr Crossbay, aber wäre möglich. Ina, was möchtest du denn haben? Ina, ich weiß ja jetzt gerade nicht, was du wieder meinst. Jens, grüße dich. Guten Abend, LS19 sucht dich. Schön, dass du mit dabei bist. Mir geht's gut, sucht dich. Wie geht's dir? Hallo Johannes, vorher wurde gesagt, dass es einen Mod gibt, wo die Produktion mehr verbrauchen. Ich hätte gerne gewusst, ob es den Mod auch für Konsole gibt und wie heißt der Mod. Oh, keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Wie bekommt man einen Discord-Rang Zuschauer und Stammzuschaueraktivität? Lottiro, guten Abend. Schön, dass du auch wieder da bist. Willkommen. Ach, den Adapter. Im Internet? Ein USB-Hub nennt er sich. USB-HUB geschrieben. So nennt er sich. Kannst du dir im Internet bestellen. Oder gehst einfach mal in einen Elektroladen. Wenn du Glück hast, haben die ihn ja auch. Ja, Kenflax, die Frauen, die reden immer viel, ne? Hallo Konrad, moin. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Ich danke dir, Würmchen. Sehr, sehr nett von dir. Vielen Dank dafür. Freut mich natürlich. Ach, guck mal, Manu macht das auch schön hier. Immer schönes Schneidwerk heben. Ich glaube, er macht es sogar aus. Alles klar, Thorsten. Schönen Feierabend. Feierabend wovon? Was hast du denn hier überhaupt gemacht? Ein bisschen zugucken. Wann kommt das nächste Maishexen? Mathe ist keine Ahnung. Heiße eigentlich Michel. Okay, Konrad Michel. Großer Unterschied. Aber nicht schlimm. Ey Leute, 400 Daumen. Cool. Dankeschön für 400 Likes. Haben wir die auch geknackt. Hallo Felix, einen wunderschönen. Dann kommt wieder Rade. Campbacks, keine Ahnung. Denkt dran, Leute. YouTube ist mein Hobby. Keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Eins nach dem anderen. Hier und da mal ein Projekt. Hier und da natürlich auch mal ein bisschen ETS. Schauen wir mal. Kai, mach's gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Gutes Nächtle. Wie spät haben wir denn jetzt? 20 vor 9. Okay. Okay, ja. 20 vor 9. Ach so, Michel. Okay. Ja, nee, ist ja kein Problem. Drohnenpilot. Ein wunderschönen. Ja, also hier zuschauen und zu sehen, wie hier manche durch die Gegend fahren, wie wenn sie zum ersten Mal auf dem Trecker sitzen, ist schon anstrengend. Warum? Warte, ich guck mal, ich guck da nur nach vorne und du siehst doch gar nicht, was hinter mir passiert. Ach, da ist ja gar keiner. Ich bin mit Manu allein unterwegs. Dankeschön, Würmchen. Ich bin mit Manu allein hier unterwegs, das ist aber ganz schlecht. Bin ja gleich voll. Naja, okay.
Also wenn ihr noch Bock habt, Leute, ihr könnt gerne auf den Server kommen, auch wenn es nur 20 Minütchen sind. In den 20 Minuten kann noch einiges passieren, also ihr dürft da gerne joinen. Wir haben auch nur noch 155.000 Euro auf dem Konto. Haben heute, ich glaube, über 200.000 jetzt ausgegeben. Heieieiei. Die anderen Würmchen, ich glaube, Strohablager am Einsammeln, die sind am Düngen und am Güllen, also am Güllen und am Mist streuen. Sind die Tiere am Versorgen. So, Wilhelm, moin. Und ich denke auch mal vielleicht die ein oder andere Produktion am Begutachten, dass die weiterläuft. Ja, Manu, denk dran, du gibst die Richtung an. Wenn du anders fahren willst, einfach machen, ne? Hallo Max, moin. Rennmaus, herzlich willkommen, dass die Otzen fahren. Ja, hier, guck, Bauer Heinz ist am Säen. Wir müssen natürlich auch unsere Felder wieder anbauen. Also da gibt es wirklich immer was zu tun. Ja, Keymark, wir machen Crossplay, dementsprechend ist die Allstream Farm auch für die Konsolen verfügbar. Konrad, mir geht es gut, meiner Frau den Umständen entsprechend. So, Rundumleuchten an, wir sind bei 90%. Wahrscheinlich immer, um den Hexerverlauf hinzuweisen, immer, ich bin gleich voll. Er kann ja nur ungefähr schätzen, ne? Je nachdem, wie voll der Anhänger ist. Ich fand ja deine Antwort gut beim Discord am Donnerstag, wo ich meine Wildcard eingelöst habe mit dem anderen Server. Was war denn das für eine Antwort? So, hallo Jasmin, grüße dich. Schön, dass du da bist. So, Manu war ein Abfahrer. Da ist nämlich jetzt keiner mehr. Arme Kerl. Manu hat keinen Abfahrer mehr. Der arme Kerl hier. Am Anfang 6 Abfahrer, jetzt nehmen. Ja, echt, ne, Manu? Am Anfang 6, 7 Abfahrer. Ja, hier, ich will und jetzt gar keiner mehr. Hab heute ein geiles Freund mit dem Doppelwitzendeck. Perfekt zum Maisballern. Ja, hab ich auch schon mal mitbekommen, dass es da sowas gibt. Jo, sitze wieder in der Dienststelle und langweile mich. Oh oh. Das ist aber gar nicht gut. Machst du heute auch einen gemütlichen Abend? Der Abend ist ja schon fast vorbei, Luna. Also wenn ich jetzt gleich offline gehe, gehe ich noch was zu meiner Frau. Wir zocken noch ein bisschen am Handy. Wir haben da so ein schönes Bauernspiel auf dem Handy. Andy ist zum Beispiel auch mit dabei. Und so, Abend noch ein bisschen genießen, dann denke ich mal so gegen 10, ab ins Bett. Vielleicht mal ein bisschen rumlümmeln und dann, muss ja morgen 4:45 aufstehen. Und dann geht's schon wieder auf die Arbeit. So, was ist hier los? Hier stehen Maschinen rum, hier steht der Telelader rum. Auch gut. Nennt sich das Bauernspiel Heyday. Ihr seid echt gut. Ich freue mich auf die Arbeit. Eine chillige Woche. Naja, wenn man im Fachdezernat Delikte an Menschen und Sexualdelikte arbeitet, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man wenig zu tun hat. Das stimmt wohl. Ich kenne mich zwar gar nicht damit aus, aber ja. Morgen wieder Schule, Konrad, Michael. Ja, komm. Schule ist wichtig. Immer daran denken, die Schule bestimmt so ein bisschen die Zukunft, ne? Ja, ist es auch, Luna, ne? Also, falls ihr Bock habt, wir suchen noch Mitglieder, ne? Wir haben eine Community, wir sind in der Champions League. Sind, glaube ich, 16 Leute. Also, falls ihr Bock habt, ihr dürft mich gerne mal, wenn ihr Minimum Level, ja, ihr müsst so Minimum Level 40 sein. Wenn ihr so Level 40 und da drüber seid, dann dürft ihr mich gerne mal auf dem Discord anschreiben. Wie gesagt, wir haben einen Clan, eine Liga und wir sind halt Champions League, also die höchste Liga, die es gibt. Da sind wir jetzt schon seit mehreren Wochen drin, weil wir halt immer sagen, so, wer der Community beitritt, muss alle Aufgaben machen und nur 320er und aufwärts. Das wird auch knallhart durchgezogen, alle anderen werden wieder rausgeschmissen. Wenn ihr Bock habt, wie gesagt, einfach mal auf dem Discord anschreiben. Dann kriegt ihr von mir den Namen und könnt eine Einladung schicken. Ist ja auf Anfrage, ne? Ich habe circa um 7 Dienstende, muss dann aber noch zum Schießtraining. 7 Uhr nachts? Morgen früh? Ich sehe die ganze Nacht durch. Freust du dich auf LS23? Mirjana, mal schauen, ne? Hallo Manuela, willkommen. Alles gut gelaunt?
Also 23, ja, klar. Wenn die Bilder das wiedergeben, was auch das Spiel kann, dann wird's schon echt geil. The Journinja, herzlich willkommen, das ist die Allstream Farm. Viel Runs, moin. Ne, nochmal gerne, wie gesagt, gerne kostfrei abonnieren, Abo dalassen. Von 19 bis 7 Uhr Dienst. Ach so, 12 Stunden. Boah, die ganze Nacht durch. Aber wie ist das jetzt? Das hat doch nichts zu tun. Pennst du da nicht ein? Wenn jetzt so die Nacht durch, klar, du hast bestimmt tagsüber gepennt, aber wenn jetzt so nachts wirklich nichts zu tun hast, da wird man doch voll müde. Ich kann mir Nachtschicht nicht vorstellen. Ich hab's auch schon mal gemacht, aber, oh nee. Sebastian, über ein Handy-Game. Nennt sich Heyday. Das ist so für nebenbei, zocke ich das gerne. Ja. Vorsicht. Du könntest auch mal ein XXL Gülleballern machen. Ja, mal schauen, mal schauen. XXL Gülleballern, weiß jetzt nicht so ganz, dass so mitreißend ist. Du hast ein Sofa da bei dir. Das ist auch gut. Ausruhen auf dem Sofa während der Arbeit. So, Alex, brauchen wir wieder was zu tun hier. Ach du Kacke, hier steht schon die Erdbeeren herum. Aber Jasmin, und manchmal guckst du auch auf YouTube, ne? Also wenn ihr Minimum Level 40 bei Heyday seid, dann dürft ihr euch gerne mal auf dem Discord bei mir melden. Ne, Andy ist nämlich auch bei uns drin. Der ist zwar nicht Level 40, aber den haben wir trotzdem aufgenommen. Oh, Luna kommt zocken. Oh, oh. Neuerdings habe ich jetzt Helfer. Was meinst du mit Helfern? So. Gib mal den hier nochmal schön mal was hin. Ah, guck mal, wenigstens ein bisschen was geschafft. Aber das ist wenig, Leute. Ich glaube, wir müssen echt nochmal Mais anbauen. Das ist wenig, was wir jetzt hier haben. Das reicht nicht, das wird nicht lang reichen für die 400 Kühe. Verdammt, das wird nicht reichen, Leute. Guckt mal. Das wird der Alex jetzt genauso sagen. Wie sollen wir damit 400 Kühe versorgen? Ich fürchte, wir werden hier nochmal Mais anbauen müssen. Und dann werden wir hier mal Mais häckseln. Farmhelfer. Achso, hier, wie heißen die beiden? Rose und, keine Ahnung, Günther? Ja, glaube ich nämlich auch, Gabriel. Ich glaube, wir müssen hier echt mal Mais anbauen. In der BGA haben wir auch nur noch 100.000 Liter. Bin zwar Level 4, 47, habe 4 Accounts, spiele aber nicht mehr aktiv. Schade. Yannick, indem du einer aus meinem Team anschreibst. Achso, Jasmin, du bist also eigentlich nur drinnen und solange kein Einsatz kommt, kannst du deine Freizeit gestalten und wenn dann ein Einsatz kommt, bist du raus und danach Papierkram, ne? Bilo, mach's gut. Ernest. Ja, Ernest. Ernest. Ja, nee, damit kommen wir echt nicht weit. Ich hätte eigentlich gedacht, da kommt mehr Gras bei rum, aber wenn ich jetzt mal gucke... Müsst du LS23 spielen, Mirjana? Mal schauen, ne? Wenn ich es von Giants eventuell vorzeitig bekomme, werde ich da euch bestimmt mal irgendwie was präsentieren. Wir haben nur noch 2 Grasfelder. Und zwar die 27 und die 31. Das sind noch 2 Grasfelder. Ja. Boah, das ist echt ein Problem. Die 2 haben wir. Das ist weg. Die 2 sind weg. Das ist jetzt so gut wie weg. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr hinfahren. Ne, da sind ja schon 2. Jetzt haben wir tatsächlich nur noch die 27 und die 31. Da kriegen wir vielleicht das Silo gerade mal halb voll. Puh. Hallo Luna. Hallo. Guten Tag. Konnichiwa. Das ist echt ein Problem. Das wird nicht reichen. Das wird echt nicht reichen, Leute. Da muss ich dann wirklich mal überlegen, was wir machen werden. Also Alex ist wirklich wieder fleißig. Der ist hier am Aufschieben. Eine halbe Million Liter sind da drin.
Achso, Jasmin, gut, klar, stimmt. Die kommen ja nachts nicht, ne? Hi Ben, grüße dich. Ja, die Anhänger, die stehen hier auf jeden Fall schön, ne? Ja gut, nicht ganz perfekt hingestellt. Achso, warte mal, da könnte ich ja hier so einen kleinen Parkplatz mal kurz noch bauen. Dass wir sehen, dass das hier zum Beispiel für unsere Anhänger ist. Man muss die ja nicht so weit durchsetzen. So, Moment. Naja, uno momento. So, machen wir das hier mal kurz schön. Nebenbei noch gerade ein bisschen die Map umbauen. Ja, warum nicht? So, ich habe jetzt leider nur den Anhänger nicht, sonst hätte ich die Container kurz noch umgesetzt. Aber da wird sich bestimmt gleich noch jemand finden, der das eventuell noch macht. So. Finn, Moment, ich guck mal kurz, wenn ich den mal kurz vom Hof entferne. Ob das was bringt. So. Oh ja, Luna, das Internet beim Campflag, super, ne? Wann machst du ein Ziel mit Bausim? Schauen wir mal, Ben, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Ach, hier steht jetzt unser An. Oh. Hat aber schön da reingesetzt. Ja, aber Gabriel auch nur noch 100.000 Liter. Das ist echt nicht viel. Puh. Ja, da werden wir auf jeden Fall nochmal Mais anbauen müssen. Weil beim Mais, da kriegen wir ein bisschen mehr zusammen. Also das kriegen wir schon irgendwie gemacht. Hallo Leo, guten Abend. Das kriegen wir schon irgendwie organisiert. Ich weiß zwar noch nicht genau wie, aber wir schaffen's. Jasmin, ich kenne mich damit gar nicht aus, keine Ahnung. Funktioniert der Tandem-LKW nur mit Drehschimmel? Ich hatte mit dem Starrachse nur Probleme. Funktioniert der Tandem-LKW nur mit Drehschimmel? Ach so! Also ich sag mal so, mit Drehschimmel funktioniert auf jeden Fall. Mirjana, was soll ich gehört haben? Hast du das? Irgendwelche neuen News? Was soll ich gehört haben? Hat leider nicht geholfen finden. Was sitzt denn alles drin? So. Bisschen Pflege muss auch sein, ne? Wenn man etwas benutzt, muss man es danach auf jeden Fall auch wieder sauber machen. So, hier genug Saat und Kalk. Big Packs haben wir auch noch. Das ist sehr gut. Warte, ich mach mal kurz das Tor zu. Mach zu. So. Kann ja auch nichts passieren. So. Nee, dann werden wir auf jeden Fall nochmal Mais anbauen müssen. Ich hätte eigentlich gedacht, wir kriegen durch das Gras mehr. Aber okay. Am besten mit warmem Wasser. Was? Putzen hier? Nee, wir tun was für die Umwelt. Ich muss Gas sparen, deswegen ich putze mal hier mit kaltem Wasser. Jo, klar, Jasmin, kein Problem. Mach's gut. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Upala, mir geht's gut, wie geht's dir? Schön, dass du mit dabei bist. So, da kommt Fiete nochmal, das ist schon mal gut. Upsala, Moment. Ja, Ina, ich kann dir das nicht versprechen, ob es so ist, weil ich spiele selber nicht mehr auf Konsole. Ich habe halt mal mitbekommen, dass du durch diesen USB-Hub wohl beide miteinander koppeln kannst. Aber ich kann dir das nicht versprechen, ich weiß es nicht. Worauf du dich auf jeden Fall einstellen musst, ist, dass du die nicht konfigurieren kannst, ne, die Seitenkonsole. Auf der Konsole. Da ist sie fest verbaut, also hast du feste Vorgaben. Was auf jeden Fall geht, ist zum Beispiel der Warnblinker.
Die meisten Knöpfe gehen auch. Ich glaube aber nicht alle. Immerhin, in 5 Monaten gibt es Glasfaser, dann läuft sie hoffentlich flüssig. 5 Monate, ja, also mit Glas auf jeden Fall. Mit Glas, da wirst du auf jeden Fall was Gutes haben. So, da ich. Achtung! Was habe ich gesehen hier, Herr Azubi? Einen schönen Anhänger kaputt gemacht. Agroline, das ist mein Lieblingshänger. Nochmal schnell hier die Fliegenscheiße wegmachen. Guck mal, Huhn rennt auch schon weg. Habe ich aus Versehen nass gemacht. So. Jai Manu, am besten auf den Hof. Beziehungsweise den Hexer sowieso nicht, den gebe ich ja wieder zurück. Der ist ja nur gemietet. Wunsch von meiner Dame, das Glasfaser, mir würde auch das Normale reichen. Aber selbst das läuft ja bei dir nicht richtig, ne? Hallo Morningside, grüße dich. Die wunderschönen Soundprobleme hier auf dem Hof. Immer wieder, ne? Hast du hier Soundbugs auf dem Hof? Der will der Sound nicht richtig. Dann hörst du einen Trecker plötzlich nicht mehr. Ist ärgerlich, dass sowas ist. Das habe ich aber auf vielen Maps. Ne, das habe ich nur auf dieser Map, ne? Ah, wird das was? Doch, das könnte was werden. Aber so gerade. Hallo Otto, grüße dich. So, Schweizer ja, grundsätzlich schon. Ja. So. Was? Wir warten seit einem Jahr auf Glas. Ein Jahr für Glasfaser. Puh. Otto, ja. Nicht so berauschend. Schweizer, also da müsstest du eigentlich nur Ausrufezeichen mitspielen machen. Ja, alles klar, Luna. Mach's gut. Danke fürs Zuschauen. So, ich werde jetzt aber auch in den Feierabend gehen. Geht nicht mehr, Leute. 3 Stunden. 3 Stunden reichen. Ganz ehrlich, mir tut alles weh. Ich muss mir echt was überlegen, Leute. So kann das nicht mehr weitergehen. Ja, der Case könnte ein bisschen weiter rüber stehen. Dann wäre hier ein bisschen mehr Platz. Aber geht noch. Upsala. So. Okay. So. Ja, leider nicht so viel. Wir haben natürlich hier ein bisschen Gras eingelagert, den Bunker nochmal vollgemacht. Das sind aber 2 Anhänger. Anderthalb, wenn überhaupt. Faunus, das wünsche ich dir auch. Aber das ist leider nicht das geworden, was ich mir vorgestellt habe. Es sollte eigentlich wesentlich mehr werden. Es sind jetzt 566.000. Nee, Genplax kann ich nicht. Geht nicht. Absolut keine Chance, Genplax. Ich ärgere mich ja selber, aber Brian, herzlich willkommen. Knack, knack, knack. Es geht einfach nicht. Meine lieben Freunde, ich tue trotzdem das Beste für euch, ich tue das Beste für meine Community. Deswegen die 3 Stunden versuche ich schon irgendwie hinzubekommen. Ja, okay, Martin, alles gut. Die 3 Stunden versuche ich trotzdem immer wieder voll zu bekommen. Aber hier, naja, ja, Ben, habe ich. Nicht perfekt. Es sind, wie gesagt, jetzt 567.000 Liter geworden. Ich weiß jetzt nicht, ob noch einer unterwegs ist. Wir werden es aber auf jeden Fall mal noch mit einem Maishäckseln verbessern. Da fahren sie jetzt alle. Das werden wir auf jeden Fall nochmal korrigieren. Also, nein, Miliana. Das geht besser. Ich hätte eigentlich gedacht, da kommt mehr bei rum.
Was liegt da? Oh, ein Gewicht. Setzen wir einmal zurück. Wer sich Rückenschmerzen ausgedacht? Ja, wer hat sich allgemein Schmerzen ausgedacht? Hätte man nicht einfach sagen können, ein Mensch kann keine Schmerzen haben? Das ist ja auch bei mir hier mit den Bauchschmerzen, was ihr ja mittlerweile von mir kennt, ne? Vielen Dank. 450 Daumen haben wir trotzdem fast geknackt. Okay, ich lasse die jetzt noch in aller Ruhe auf den Hof fahren. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei euch. Vielen Dank. Ich muss mich kurz mal hinstellen. Geht nicht mehr. Vielen Dank für 50.517 Abos. 445 Likes haben wir geknackt. Ein ganz großes Dankeschön geht natürlich raus an alle Unterstützer heute. Ne? Egal, ob es die Spende ist, ob es eine Kanalmitgliedschaft, der Superchat, ein Abo und ein Like. Sehr, sehr geil von euch. Kommt, ja, Luke ist klar. Kommt gut in die neue Woche. Ich guck mal, wann ich wieder live komme, im Laufe der Woche vielleicht oder dann halt am Wochenende. Es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. War ein schöner Hexenstream. Konnte mal ein bisschen was hier auf der Ortsumfarm schaffen. Und deswegen hoffe ich umso mehr, dass ich euch im nächsten Livestream alle wiedersehen werde. Und ja, ansonsten wirklich vielen, vielen Dank. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War ein toller Stream. So darf es gerne auch weitergehen. Denkt dran, Support ist kein Mord. Da kommt sogar noch ein Anhänger. Wunderbar. JZB hat hier noch was. Und ja, ansonsten, Freunde, kommt gut in die neue Woche. Schlaft alle gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sag da mal Tüdelü. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Tüdelü und tschüss.